In einer Gesellschaft, in der Social Media einen immer größeren Platz einnimmt, ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass dort kein rechtsfreier Raum entsteht. Kommt es dennoch zu einem Verbrechen, muss die Staatsanwaltschaft ermitteln und der Chat ein Urteil fällen. Dies sind Ihre Geschichten. Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich für den Vorsitzenden Richter Schnabel Marquardt. Setzen Sie sich. Wir sind heute hier, um über die Anklage der Angeklagten Franziska Hanfelden im Mordprozess des Richard B. zu entscheiden. Die letztendliche Urteilsfindung wird heute über die zusehenden Geschworenen getroffen, die am Ende der Verhandlung die Möglichkeit haben, abzustimmen, ob die Angeklagte Frau Hanfelden heute freigesprochen wird oder wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wird. Das heißt, wir werden hier vor Gericht einige Zeugen vernehmen, die von der Anklage sowie von der Verteidigung befragt werden können, und es werden Beweisstücke vorgebracht werden, die analysiert und befragt werden. Haben das die Anwesenden soweit verstanden? Ja. Ja. Es können zudem auch noch externe Zeugen herangezogen werden, die über das Telefon angerufen werden können. Ich werde nun die Anklageschrift verlesen. Die hier anwesende Angeklagte Franziska Hanfelden wird beschuldigt, in der Nacht vom 28. Juni 2018 auf den 29. Juni 2018 Richard Binder in dessen Wohnung in Köln mit einem Messer erstochen zu haben, woraufhin er verstarb. Sein Nachbar fand ihn am Folgetag tot auf. Die Anklage lautet Mord gemäß § 211 Strafgesetzbuch. Die Anklage wird heute vertreten durch den Oberstaatsanwalt Dr. Fritsche. Die Verteidigung der Angeklagten übernimmt heute Rechtsanwalt Arthur Schleicher. Herr Schleicher, worauf plädiert Ihre Mandantin? Natürlich auf unschuldig, Euer Ehren. Gut, somit ist der Prozess eröffnet. Herr Gerichtsdiener, bitte holen Sie die erste Zeugin, Frau Gerichtsdienerin, Gerichtsmedizinerin Dr. Pfaff heran. Bitte schön. Sehr gerne. Frau Dr. Pfaff, bitte in den Zeugenstand. Einmal hier entlang, bitte. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Frau Dr. Pfaff, ist Ihnen bewusst, dass Sie sich mit einer Falschaussage vor Gericht gemäß § 153 Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren schuldig machen können? Ja. Gut. Sie sind die Gerichtsmedizinerin, Sie haben die Obduktion des Opfers Richards B. abgeschlossen. Bitte präsentieren Sie kurz Ihren Obduktionsbericht. Gerne. Darf ich mich dafür aus dem Zeugenstand erheben lassen? Gerne. Danke. Das ist aber auch... So, hier beginnen wir doch mal zur kurzen Veranschaulichung mit dem äußerlichen Schaden. Wir hätten dann einmal hier und hier die beiden äußerlichen Wunden. Können Sie das? Ja. Diese Wunden wurden beim Eintritt ins Körperinnere halt verursacht. Und ich habe noch einmal Sekunde. So. Ja. Und haben dann im Inneren folgenschwere Schäden verursacht. Ja, das kann ich auch noch mal vielleicht ein bisschen genauer. So hier. Ja, und so. Vielleicht hier. So.
verursachten hier beim Eintreten eine Ruptur der Aorta und führten dann innerhalb von wenigen Sekunden zum Tod. Danke. Die Befragung der Zeugin beginnt. Herr Fritscher, Sie haben die erste Frage. Vielen Dank. Frau Dr. Pfaff, Sie haben das Opfer untersucht. Sie haben soeben dargelegt, welche Wunden Sie festgestellt haben. Wir haben ja alle den Obduktionsbericht vorliegen. Ich frage einmal für das Protokoll. Wir haben ihn alle gelesen. Abseits der von Ihnen vorgestellten Wunden haben Sie am Körper des Opfers sonstige Auffälligkeiten feststellen können, die gegebenenfalls im Zusammenhang mit seinem Ableben stehen könnten. Äußerlich oder? Sowohl als auch. Also äußerlich sind lediglich diese beiden Wunden zu sehen. Innerlich müsste ich vielleicht darauf hinweisen, dass ein rechter Lungenflügel beschädigt wurde. Durch den Einstich wurden außerdem die Sekundarbronchien verletzt. Aber ja. Sie haben außerdem im Befund festgehalten, dass innerhalb des Körpers der Wunde, dass sich dort körperfremde Substanzen gezeigt haben. Ja, können Sie uns vielleicht einmal kurz erklären und das möglichst so, dass wir es vielleicht alle auch verstehen, um was es sich dabei handelt, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen? Also, ja, wir haben verschiedene körperfremde Substanzen gefunden. Die Substanzen sind nicht körpereigen. In dem Fall in beiden Wunden was gleichermaßen. Und zwar haben wir einmal in der, lassen Sie mich nicht lügen und das einmal aufrufen. Ja, wir haben durch die Western Blot Methode einmal Gluten und Milcheiweiße und durch den Gaschromatographen Lycopin und Saccharomyces cerevisiae feststellen können. Gut, ich denke mal, wir haben wahrscheinlich nicht alle den Abschluss eines Biologiestudiums genossen. Können Sie uns vielleicht in verständlichen Worten sagen, was es sich dabei handeln könnte? Mir sagt das jetzt bei was genau? Bei Letztgenanntem. Bei Gluten- und Milcheiweißrückständen bin ich noch einigermaßen vorstellbar. Naja, ich bin keine Chemikerin, aber Lycopin, naja, das gehört zur Klasse der Carotinoide und ist auf jeden Fall in Hagebutten und Tomaten zum Beispiel vertreten. Hagebutten, Tomaten. Ungewöhnlich, gut. Lässt sich möglicherweise vielleicht dadurch erklären. Denn wir haben ja eine Tatwaffe gefunden, die Sie natürlich ebenfalls untersucht haben. Vielleicht können wir die Tatwaffe einmal zeigen, Herr wenn wir das Beweismittel die Tatwaffe? Sehr gerne, euer Herr. Einmal direkt hier haben könnten. Ich nutze vielleicht die Zwischengelegenheit, um hier noch ein paar grundsätzliche Fragen zu klären an dieser Stelle. Sie haben bereits gesagt, es gibt keinerlei andere Auffälligkeiten. Der Körper von Richard Binder oder auch seine Krankenakte legen nicht nahe, dass er an Krankheiten gelitten haben könnte. Nein, er schien durchaus gesund und gut genährt. Wir haben es mit einer eindeutigen Todesursache zu tun, die Sie hier festgestellt haben. Ja. Und der Tod als solches ist letztlich, Sie haben es eben gesagt, innerhalb sehr kurzer Zeit nach Erfolgen der Einstiche durch Verbluten hat er stattgefunden. Ja, wenn die Aorta in der Form behandelt wird, ist damit zu rechnen, dass es innerhalb von wenigen Sekunden eintritt. Würden Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung, dass das eine Verletzung ist, die nicht ungewöhnlich ist bei Mordopfern? Gehen wir mal nicht von einer Selbsttötung an dieser Stelle her. Mutmaß der Staatsanwalt. Das ist stattgegeben. Bitte, dann formuliere ich die Frage um. Sind Ihnen Verletzungen vergleichbarer Natur in Ihrer Laufbahn schon häufiger begegnet? Stichwunden durchaus. Und die Art der Stichwunden, wir haben eine Durchdringung und wir haben eine Schramme. Worauf ist das zurückzuführen? Haben Sie da vielleicht eine Theorie? Das wäre eine Mutmaßung. Ich kann nur sagen, was Fakt ist und was ich an der Leiche gesehen habe. Das ist ein kompletter Einschnitt und halt dieser Streif. Also ja, in der Form das Einzige, was ich dazu vielleicht sagen könnte, wäre das. Also durch die Streifung, die Wunde war etwas ausgefranst oberhalb, also Richtung Kopf gehend. Wenn ihr das hilft, also die Epidermis war arg geschädigt. Sie sind der Experte. Wie erklären Sie sich dieses ungewöhnliche Bild? Ja, wenn ich mutmaßen muss, würde ich vermuten, dass die Klinge eventuell so rumgehalten wurde, dass der untere Bereich der Scharfe ist und oben halt der etwas stumpfere Bereich führte. Okay.
vielleicht eher so wie in einem Horrorfilm, eine eher etwas vielleicht ungewöhnliche Haltung. Einspruch, Herr Ehren. Der Staatsanwalt versucht hier ganz klar ein Bild zu erzeugen, dass meine Mandantin als schlimme Täterin und als eine sehr schlimme Tat stattgegeben. Haben Sie noch eine Frage, Herr Fritsche? Ja, ich habe noch eine weitere Frage, und zwar zu dem Messer. Wir haben das, es wurde von der Polizei sichergestellt am Tatort. Wir werden sicherlich dazu auch noch ein paar mehr Informationen bekommen. Sie haben die Tatwaffe untersucht. Können Sie sagen, dass dieses Messer in Frage kommt, die von Ihnen aufgeführten Wunden am Körper des Beschädigten, möchte ich mal sagen, ausgeführt zu haben? Ob es dieses Messer ist, kann ich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Das wäre nicht, das würde nicht dazu passen. Also das kann ich nicht machen. Ich kann nur sagen, dass es eine große Wahrscheinlichkeit hat, dass eine Klinge dieser Art eventuell dafür verantwortlich sein könnte. Gut. Und das untermauern Sie durch die Größe der Klinge, das tiefe Eindringen der Klinge. Es tut mir leid, Einspruch, Euer Ehren. Der Staatsanwalt versucht, eine Mutmaßung zur Tatsache zu erheben. Ich versuche für uns alle, wenn ich darauf vielleicht direkt kurz darauf eingehen kann, ich versuche für uns alle etwas bildlicher klarzustellen, was hier vielleicht passiert sein könnte. Wir haben ja eine Expertin, deren Job leid, nur Herr darin Dr. besteht, unsere Mutmaßung und unsere Vermutungen in Gewissheit umzusetzen. Sie ist die Expertin auf diesem Gebiet und ich halte es schon für angemessen und auch sehr wichtig, von ihr zu hören, wie denn bitteschön die Tatwaffe zu unserem Opfer passen könnte. Frau Dr. Pfaff wurde hier geladen als Expertin und nicht um Spekulationen anzustellen. Danke, Euer Ehren. Danke. Gut. Es tut mir leid, dass hier eine Meinung herrscht, dass Ihre Expertise vielleicht teilweise ins Land der Spekulationen führt. Ich schätze Sie sehr als Kollegin. An dieser Stelle vielleicht erstmal vielen Dank. Ich habe zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Fragen an Sie. Dankeschön. Herr Schleicher. Frau Dr. Pfaff, zunächst einmal danke für diese sehr sachliche Einschätzung und den wiederholten Hinweis, dass es sich an bestimmten Punkten um Mutmaßungen handelt. Sie vermerkten, dass es sich um 2 Wunden im Brustkorbbereich handelt. Ich bin kein Arzt, aber was denken Sie, was für eine Kraft aufgewandt werden müsste, um sowohl den Brustkorb zu durchdringen, als auch die darunterliegenden lebenswichtigen Organe? Es müsste definitiv einige Kraft erfordern, alleine für den ersten, einen Stich, da es auf jeden Fall schwierig ist. Man kann unter anderen Berücksichtigungen, je nachdem, wie viel Kraft man aus welchem Winkel halt aufbaut, da auf jeden Fall noch drauf Bezug nehmen, aber es erfordert schon einigermaßen viel Kraft doch. Und deutete die Natur oder das Umfeld der Wunde darauf hin, dass diese Kraft angewandt wurde? Durchaus. Also das kann man schon sagen, ja. Also es war nötig. Und Sie sagten bereits, dass eine oder die Wunden tödlich waren. Können Sie definieren, wann der Tod genau eingetreten sein könnte? Und vor allem, welche der beiden Verletzungen zum Tode führte? Den Todeszeitpunkt direkt. Naja, sehen Sie, wenn Sie eine Raptur der Aorta haben in dem Ausmaß, verbluten Sie innerhalb von wenigen Sekunden. Wenn das Herz, also die komplette linke Herzkammer wurde durchstochen, das geht super schnell. Und man kann halt höchstens sagen, der von mir geschätzte Todeszeitpunkt liegt dann ungefähr zwischen 8 Uhr abends des 28.06. bis 3 Uhr morgens des Folgetages, würde ich schätzen. Und, ja. Vielen Dank. Sie erwähnten, dass das Opfer Ihrer Einschätzung nach, ich glaube, Sie verwendeten den Begriff, gesund und fit wirkte. Würden Sie dem so Nachdruck verleihen? Ja, durchaus. Also er war wohlgenährt, er hatte keinerlei Stoffe im Blut, die ich jetzt hätte nachweisen können. Er war athletisch gebaut. Und keine Dekubiti waren aufzuweisen, also keinerlei Druckstellen für Sie vielleicht nochmal. Es war ein sehr gesunder, aus dem Leben genommener Mensch. Und würden Sie sagen, dass ein Mann dieser körperlichen Verfassung nicht in der Lage wäre, einen solchen Angriff, zumindest nach dem ersten, offensichtlich nicht tödlichen Einstich, abzuwehren oder sich zumindest zur Wehr zu setzen? Das würde auch in den Raum der Mutmaßung gehen, ehrlich gesagt. Also. Dann meine letzte Frage. Zu der Umschreibung gesund. Daraus folgere ich, dass auch kein Haarausfall festgestellt wurde oder ähnliche Erscheinungen? Nein, in dem Maß konnte ich das nicht nachweisen. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Gut, danke. Vielen Dank. Ich habe dann noch eine Folgefrage. Das möchte ich fürs Protokoll bitte einmal festhalten. Sie haben natürlich wunderbar gerade dargelegt und die Suggestivfragen gestellt, die passend sind, dass man mutmaßen könnte. Das möchte ich bitte noch einmal von Ihnen hören, dass vielleicht nur jemand mit besonderer Kraft, Sie deuten wahrscheinlich darauf hin, dass eine Frau im konkreten Fall die Beschuldigte vielleicht körperlich nicht in der Lage sein könnte, so eine Verletzung zu verursachen. Hier würde ich natürlich auch gerne Ihre Einschätzung als Experte hören. Halten Sie es für möglich, dass eine Frau, wie Sie
zum Beispiel die Beklagte hier sehen, in der Lage ist, entsprechende Kraft aufzubringen, um so eine Verletzung durchzuführen? In den idealen Umständen auf jeden Fall. Gut, also es ist aus Ihrer Sicht kein unfassbares Übermaß erforderlich, dass es unter ganz bestimmten Bedingungen nur bestimmte Typen von Frauen in der Lage wären, eine solche Wunde mit einem Messer dieser Art grundsätzlich zuzufügen. Es ist durchaus schwer, jemandem, so wie es hier passiert ist, direkt in den Brustkorb zu zielen und zu treffen. Es ist möglich, auf jeden Fall. Das würde ich sagen. Möglich ist es. Aber für Männer und Frauen gleichermaßen denkbar, wenn man vielleicht über das Geschick, über die Energie, über das Interesse verfolgt. Ein letzter wichtiger Hinweis, das war keineswegs, worauf ich hinaus wollte. Danke. Gut. Ich denke, wir haben die Antwort verstanden. Vielen Dank an Frau Dr. Pfaff. Sie können den Zeugenstand verlassen. Bevor wir die nächste Zeugin einladen, werden wir uns noch einen Moment zurückziehen und auch die Geschworenen werden eine Sekunde bekommen, um sich auszuruhen. Danach geht die Verhandlung direkt weiter. Bis gleich. Die Verhandlung ist hiermit wieder aufgenommen. Ich möchte die zuschauenden Geschworenen zu Hause noch einmal darauf hinweisen, dass sie vernünftig und objektiv dem Prozess folgen und sich der Verantwortung bewusst sind, die sie tragen. Denn sie werden am Ende der Verhandlung darüber abstimmen, ob die Angeklagte Frau Hanfelden heute freigesprochen wird oder zu einer lebenslangen Haftstrafe als Mörderin verurteilt wird. Ich bitte nun die nächste Zeugin, Frau Mende, in den Gerichtssaal. Sie ist die Kommissarin, die die Ermittlungen geführt hat und die Verhaftung der Angeklagten erlassen hat. Frau Mende. Hallo. Guten Tag. Frau Mende. Hallo. Nehmen Sie Platz. Danke. Frau Mende, ist Ihnen bewusst, dass Sie bei einer Falschaussage vor Gericht sich strafbar machen gemäß Paragraf 153 Strafgesetzbuch und mit einer Strafe bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe rechnen müssen? Ja, dessen bin ich mir bewusst. Gut, dann, Herr Dr. Fritsche, übernehmen Sie die Zeugenbefragung. Frau Mende, schön, dass Sie hier sind. Wir haben es gerade schon gehört. Sie haben sowohl die Verhaftung der Angeklagten veranlasst, als auch den Tatort quasi sichergestellt, untersucht mit Ihrem Team. Und Sie haben uns dazu auch ein paar Fotos mitgebracht, damit wir uns vielleicht das ein bisschen besser vorstellen können, wie das denn aussah, wo der arme Herr Binder letztendlich in seinem Blut in seiner eigenen Wohnung gelegen hat, der Lützenowstraße. Das ist korrekt. Ich würde das Bild vom Tatort jetzt einmal zeigen. Bitte. Ist das richtig? Das kann ich hier einmal machen. Und zwar sehen wir hier das Bild vom Tatort in der Lützowstraße 39, das Zimmer, in dem die Leiche in dem Bett gelegen hat. Dort haben wir sie gefunden. Sie haben die Leiche im Bett gefunden? Genau, wir haben die Leiche im Bett gefunden mit dem Messer in der Brust. Können Sie uns vielleicht etwas näher schildern, wie Sie den Tatort vorgefunden haben und welche Schlüsse Sie möglicherweise aus der Tatortbegehung schon ziehen können? Ich denke hier natürlich an Fragen wie, haben wir Einbruchsspuren gefunden? Finden Sie Spuren von Blut oder Ähnlichen auf einen Kampf schließenden Hinweise in der weiteren Wohnung? Sie waren mit Ihren Spurensicherungsteams da sicherlich sehr gründlich. Wir waren da sehr gründlich, genau, aber wir haben, das sehen wir hier in dem Zimmer ja sehr deutlich, keine Spuren außer der Blutspuren auf dem Bett gefunden. Es sind auch keine Spuren eines Kampfes sichtbar gewesen. In der gesamten Wohnung nicht? Ja. In der gesamten Wohnung. Jetzt ist es natürlich, und man möge mir verzeihen, nicht Ihr Job zu spekulieren, wohl aber aus dem vorhandenen, aus den Indizien, aus den Beweisen, aus dem, was Sie vorfinden, natürlich Schlüsse zu ziehen. Wie erklären Sie sich selbst das, was da wohl möglich vorgefallen kann, basierend auf den Fakten und Analysen, die Sie angestellt haben? Nun, wir sind ja am 29.06. an einem Freitag von dem Zeugen Uwe Schultheiß zum Tatort gerufen worden, denn er hat seinen Nachbarn tot in der Wohnung gefunden. Wir sind daraufhin zum Tatort gefahren, haben dort dieses Szenario vorgefunden. Wie gesagt, das Opfer mit dem Messer in der Brust und daraus haben wir geschlossen, dass das Opfer erstochen worden ist von der Angeklagten. Um das kurz festzuhalten. Einspruch, Euer Ehren. Hier geht es über Mutmaßung hinaus. Das ist eine Anschuldigung. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Zeugin hier ganz klar ihre Kompetenzen überschreitet. Dieser Hinweis ist vermerkt. Gut, ich darf weitermachen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben das Opfer mit dem Messer, dem hier gezeigten Tatwerkzeug, in der Brust im Bett vorgefunden. Ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. In welcher Lage befand sich das? Also in welcher körperlichen Lage befand sich das Opfer? Auf dem Rücken liegen? In Rückenlage, ja. In Rückenlage. Das Messer steckte in der Brust. Genau. Jetzt haben wir die Tatwaffe hier. Sie haben sie natürlich auch untersucht auf Fingerabdrücke und Ähnliches. Vielleicht können Sie uns auch diese Ergebnisse einmal kurz vorstellen. Ja, das ist korrekt. Da habe ich hier eine weitere
Pappe mitgebracht, wo wir die verschiedenen Fingerabdrücke der verschiedenen beteiligten Personen und auch von zwei unbekannten Personen ausfindig machen konnten. Wir sehen also, dass das Opfer Richard Binder das Messer benutzt hat. Wir haben Fingerabdrücke von Franziska Hanfelden auf dem Messer gefunden und wir haben Fingerabdrücke von Roman Kieslich auf dem Messer gefunden. Und zwei unbekannte Fingerabdrücke, gut, bei einem Alltagsgegenstand wie einem Messer ist es durchaus möglich, dass das auch mal durch verschiedene Hände gegangen ist. Ganz genau, diese beiden Fingerabdrücke konnten wir nicht zuordnen im Verlauf. Auch hier mutmaßt der Staatsanwalt frei und munter weiter, euer Ehren. Vielleicht sagen Sie uns, was genau Sie denn da interpretieren würden. Nun, zunächst mal stellt sich mir natürlich die Frage, wenn Sie das Opfer denn vorgefunden haben und wie Sie sagen, Herr Uwe Schultheiß, Sie zum Tatort gerufen haben, wie lange war denn Herr Schultheiß alleine in dem von ihm geprüften Tatort, bevor Sie dort eintrafen? Meines Wissens nach ist er in die Wohnung gegangen, hat das Opfer entdeckt und hat dann die Polizei gerufen. Ihr Wissen beruht auf? Auf der Aussage von Herrn Schultheiß. Also auf der Aussage von Herrn Schultheiß. Dessen Fingerabdrücke, wurden die genommen? Nein, die haben wir nicht genommen. Sie haben die Fingerabdrücke einer Person, die Leiche gefunden hat, die am Tatort alleine mit einer Leiche war, mit der Tatwaffe, haben Sie nicht genommen? Ja, das ist korrekt. Darf ich davon ausgehen, dass auch die Fingerabdrücke von Raphael Kaminski dann nicht aufgenommen wurden? Auch das ist korrekt, ja. Interessant. Nun, ich denke, ich brauche keine weiteren Schlussfolgerungen anstellen, ob das saubere Arbeit ist. Allerdings stellt sich mir die Frage, Ihr wievielter Fall, Frau Mende, ist denn das? Und sagen wir, einem solchen medialen Interesse. Das ist der erste Fall dieser Art für mich. Und ich erlaube mir im Sinne der Staatsanwaltschaft eine kleine Mutmaßung Ihrer Karriere. Wäre es vermutlich recht zuträglich, wenn dieser Fall, sagen wir, unkompliziert abgeschlossen werden würde. Entschuldigung. Der Ausgang dieses Falles hat ja nichts mit meiner Karriere zu tun. Ich möchte hier auch ganz klar mal bitte diese Nebelkerze, die geworfen wurde. Ist das ein Einwand? Das ist ein Einwand meinerseits, Herr Richter. Ich bitte Sie doch, bitte diese Mutmaßungsstraße zu unterbinden. Wenn der Anwalt wirklich seine gesamte Verteidigung darauf aufbauen möchte, unseren Staatsapparat und die Frau Kommissarin, die natürlich nicht alleine am Tatort war. Wir wissen, es gibt hier Prozedere, es gibt hier Standards, die in der Vergangenheit sich sehr bewährt haben. Wenn Sie glauben, Sie können den gesamten Fall damit gewinnen, beziehungsweise indem Sie unsere werte Kommissarin hier diskreditieren und Ihre Arbeit in Frage stellen, dann ist das sehr zweifelhaft, zumal diese Nebelkerze natürlich davon ablenken soll, dass wir Euer Ehren, die Fingerabdrücke Ich möchte Sie des Weiteren darauf hinweisen, dass Herr Uwe Schultheiß ebenfalls heute als Zeuge geladen ist. Sie können alle weiteren Anschuldigungen und oder in Kritikstellungen in seiner Glaubwürdigkeit gern ihm gegenüber vortragen. Dafür ist nicht der Platz. Bitte, Herr Dr. Fritsche, fahren Sie fort. So, bleiben wir also bei dem, was wir sicher wissen. Und was wir sicher wissen und eindeutig festgestellt haben, sind die Fingerabdrücke der Beklagten an der Tatwaffe, die im Körper selbst gefunden wurden. Das halten wir fürs Protokoll fest. Noch einmal kurz zur Wohnung selbst. Sie haben also keinerlei Einbruchsspuren gefunden oder Spuren, die darauf hinweisen, dass hier jemand eingebrochen ist. Es könnte sich ja um einen Diebstahl oder Vergleichbares handeln. Nein, das haben wir nicht gefunden. Okay, vielleicht, ich habe ja noch weitere Fotos vom Tatort vorliegen. Letztendlich, welchen Eindruck hat denn die Wohnung als solche für Sie gemacht? Wir wissen ja aus verschiedenen Beweismitteln, dass der Herr Binder das Opfer seine Wohnung auch angeboten hat als Airbnb-Wohnung, also als eine Wohnung, die man mieten kann, wenn man denn da gerne mal Urlaub machen möchte. Wir werden dazu später auf jeden Fall auch noch kommen, denn so ganz fremd ist Ihnen die Wohnung ja nicht gewesen, wie wir später noch sehen werden. Macht diese Wohnung den Eindruck, als ob hier regelmäßig fremde Menschen ein- und ausgehen? Nun, sie ist relativ karg eingerichtet gewesen, das schon. Zum aktuellen Zeitpunkt, das sehen Sie auf den Bildern ja auch, war sie allerdings einigermaßen unordentlich. Ich glaube nicht, dass da jetzt am selben Tag Gäste vor Ort gewesen sein werden. Was mir weiterhin aufgefallen ist, ist natürlich auf dem Nahaufnahmenbild des Tisches, vielleicht können wir das hier mal einblenden, da gibt es ein fantastisches Bild, auf dem wir etwas sehen, was wir nicht sehen. Und da stellt sich mir einfach nur die Frage. Das ist welche Nummer, Herr? Das hat keine Nummer, zumindest nicht. Der Tatortfoto ist in welcher Reihenfolge? Das ist das letzte Tatortfoto. Das ist dann also Nummer 5. Tatortfoto Nummer 5, bitte. Sind bei mir leider nicht nummeriert, daher die etwas. Was der Staatsanwalt fantastisch findet. Ja, wenn Sie die Nummer haben, könnten Sie ja vielleicht im Zuge der Dynamisierung dieses Prozesses die Nummer reinrufen. Ich habe sie leider nicht vorliegen. Hier sehen wir es. So, hier sehen wir das Bild. Wir sehen hier augenscheinlich ein Anschlusskabel, ist das korrekt? Ja, das ist ein Ladekabel für einen Laptop. Soweit man das hier sehen kann, ist das das Ladekabel für einen Apple-Rechner. Das ist richtig, das ist korrekt. Das ist korrekt. Der Rechner fehlt augenscheinlich auf dem Bild. Haben Sie den Rechner, der hier stand?
in der Wohnung gefunden? Nein, der war nicht in der Wohnung. In der gesamten Wohnung einen anderen Rechner vielleicht, einen anderen Computer, an dem der Beschuldigte gearbeitet hat? Nein, da haben wir nichts entdeckt. Und bis heute ist dieser Rechner auch nicht aufgetaucht? Einspruch, euer Ehren. Die Existenz dieses Rechners ist zu keinem Zeitpunkt bewiesen. Einspruch abgelehnt. Gut, halten wir also fest, wir finden das Ladekabel eines Rechners. Apple, können Sie den Typ genauer beschreiben, was für ein Apple-Rechner es sich handeln könnte? Nun, ich nehme an, dass es ein MacBook ist, aber ich kenne mich nicht so gut mit den Serien aus. Halten wir das Ganze fest. Es fehlt auf diesem Tisch und ist nicht auffindbar gewesen. Wir haben keine Einbruchsspuren gesehen. Ja, das ist natürlich die spannende Frage. Sie haben das Messer im Körper des Opfers gefunden. Sie haben keine Einbruchsspuren gefunden. Wie erklären Sie sich denn konkret das, was da passiert ist? Nun, ich gehe davon aus, dass das Opfer Frau Hanfelden in die Wohnung gelassen hat und dass in einem Zuge eines Disputs dann der Mord geschehen ist. Zeichen für einen Disput finden sich allerdings nicht in der Wohnung. Also wir haben ja gesagt, Sie haben keine Zerstörung gefunden. Ja, einen verbalen Disput meine ich, denn Herr Schultheiß hat zu Protokoll gegeben, dass er Geräusche in der Wohnung gehört hat. An dessen Ende das Opfer im Bett lag und sich mit zwei Messerstichen aus dem Leben befördert sah. Das ist korrekt. Gut. Ja, Herr Dr. Fritsche, bitte kommen Sie zum... Ja, ich würde gerne noch, wenn mir das gestattet ist, wir haben jetzt viel über den Tatort gesprochen, über die Tatwaffe, an der die Fingerabdrücke des Opfers bzw. des Täters ebenfalls der vermeintlichen Angeklagten, ich entschuldige die vorschnelle Mutmaßung meinerseits, gefunden worden sind. Bleiben wir doch in der Reihe. Kommen wir ganz kurz zum weiteren Ablauf. Sie haben im weiteren Verlauf der Nachbar, noch einmal ganz kurz, der Herr Schultheiß, der hat das Opfer gerufen. Wann genau hat er das Opfer, beziehungsweise wann hat er die Polizei, wann hat er Sie verständigt? Er hat die Polizei am 29.06. gerufen. Um wie viel Uhr ungefähr war das? Gegen Vormittag. Gegen Vormittag, ja, am 29.06. Gut, wir haben ihn noch im Zeugenstand nachher sitzen. Entsprechend können wir auf Detailfragen hier vielleicht verzichten. Das ist richtig. Nachbar vormittags. Ja, ich habe weitere Fragen noch. Was er Ihnen gesagt hat, das werden wir noch rausfinden. Letzten Endes haben Sie einen Twitter-Aufruf getätigt als Polizei, um die Mitbürger um Hilfe zu bitten. Den können wir vielleicht auch einmal vorlegen. Das ist das Beweismittel Nummer 15. Das ist der Twitter-Aufruf, den Sie geschaltet haben. Genau, das ist richtig. Das haben wir auch am 29.06. genauso wie Plakate rund um den Tatort aufgehängt, um mögliche Zeugen zu finden. Und daraufhin haben sich viele Menschen gemeldet, die hier etwas zu berichten hatten. Nein, auf den ersten Anhieb hat sich niemand gemeldet. Wir haben erst am 1. Juli den ersten passenden Hinweis bekommen von Herrn Raphael Kaminski. Ja, Herrn Raphael Kaminski, den die Verteidigung bereits angesprochen hat, den werden wir natürlich auch noch im Zeugenstand begrüßen werden. Wunderbar. Und besagter Zeuge hat letztendlich den Ausschlag gegeben, um das ja auch einmal noch festzuhalten, dass Sie letztendlich Frau Hanfelden als Verdächtige in Augenschein genommen haben und was letztendlich zu ihrer Verhaftung geführt hat. Das ist korrekt. Raphael Kaminski hat angegeben, dass er die Angeklagte zur ungefähren Tatzeit vor dem Haus in der Lützowstraße gesehen hat. Ein weiteres Beweismittel, und das sei an dieser Stelle bitte noch erwähnt, damit das auch wirklich jeder im Raum einmal gehört hat. Wir haben eine Zeugenaussage, wir haben die Fingerabdrücke am Messer und wir haben natürlich zu guter Letzt noch die Bilder einer Überwachungskamera. Das ist korrekt. Es gibt gegenüber, beziehungsweise schräg gegenüber des Gebäudes in der Lützowstraße 39, wo Herr Richard Binder gewohnt hat, eine Überwachungskamera, die den Bürgersteig in Richtung des Hauses von Herrn Binder zeigt. Und diese Kamera nach Auswertung Ihrer Expertise, Sie haben die Bilder gesehen, das ist eine öffentliche Kamera, das ist also eine Kamera, die nicht von privat aufgehängt ist, die nicht so einfach zu manipulieren wäre oder ähnliches, die zur Standardüberwachung sozusagen gehört. Und nach Analyse der Bilder sind Sie zu dem Schluss gekommen, dass die Person, die auf diesem Video zu sehen ist, die beschuldigte Hanfelden ist. Das ist richtig. Wir haben die Überwachungskamerabilder natürlich ausgewertet, schon im Laufe des Ermittlungsprozesses, also auch schon vor dem 1. Juli, als wir von Herrn Kaminski den Zeugenhinweis bekommen haben. Wir haben da also schon eine Frau vor dem Gebäude gesehen. Und als wir dann einen Namen zu der möglichen Person gesehen haben, konnten wir das eben entsprechend zuordnen. Wunderbar. Dann möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Frau Mende. An dieser Stelle hätte ich jetzt keine weiteren Fragen. Vielen Dank. Danke. Das Fragerecht an Herrn. Sehr schön. Schleicher. Können wir vielleicht das angesprochene Video noch mal von Anfang an sehen, bevor wir denn zu der Befragung von Frau Mende kommen? Gerne. Wir zeigen das Überwachungsvideo erneut von Anfang an. Wir sehen, es ist 22 Uhr, also durchaus im angegebenen potenziellen Tatzeitraum. Das ist korrekt. Und eine Person läuft in Richtung der Wohnung. Offensichtlich jemand mit einer großen Box und kehrt nun etwa 20 Minuten später
wieder zurück, näher an der angegebenen Zeit, zu der die Geräusche beschrieben wurden von Herrn Schultheiß. Sehe ich das richtig? Wozu wir ja noch kommen werden, denn Herrn Schultheiß haben wir hier noch nicht gesehen. Und nun sehen wir gleich eine Person. Die interessant definiert wird von Ihnen. Sie sagen, dass das meine Mandantin ist. Ja, das ist jetzt hier auf dem Bildschirm leider etwas schlechter zu sehen. Das ist auf jedem Bildschirm schlechter. Vielleicht setzen Sie sich die Brille auf, die teilen Sie sich, ja, dann können Sie abwechselnd einmal schauen, ob das vielleicht Indizien oder Gründe gibt, warum. Ich würde sehr gerne die Datenauswertung des hiesigen Kommissariats anrufen. Herrn Multhaupt. Mal sehen, was der zu diesen Bildern zu sagen hat, die Ihrer Meinung nach von hervorragender Qualität sind. Das wäre natürlich interessant zu hören, ob Herr Multhaupt eine andere Interpretation als Ihr Experte hat. Das gerne, Herr dürfte Schleicher, spannend Sie werden. Sie können zum Telefon greifen. Das wird... Multhaupt? Moin, Herr Multhaupt. André Schleicher hier. Herzlich willkommen im Gerichtsprozess. Denn ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass es vermutlich sein kann, dass ich Sie heute einmal anrufe und Ihre Expertise brauche. Ja. Ihnen liegt das Beweisstück vor, richtig? Das Überwachungskamera-Video, auf dem die Kommissarin, die hier gerade vor mir sitzt, vermeintlich meine Mandantin zu sehen glaubt. Jawohl. Ihre Einschätzung. Ist dieses Video von brauchbarer Qualität, um auf die Distanz und unter den Lichtverhältnissen einwandfrei feststellen zu können, welche Person dort durchs Bild läuft? Ich muss sagen, dass ich persönlich nicht mit dem Fall betraut war, aber ich habe vollstes Vertrauen in meine Kollegin Mende. Deswegen kann ich jetzt gerade nicht zu hundertprozentig zu diesem Fall etwas sagen. Gut, also ist Frau Mende als Fachfrau für Videoauswertung natürlich in der Lage, uns zu sagen, wer die erste Person in dem Video ist. Denn es ist ja durchaus möglich, Personen anhand dieses Videos festzustellen. Gehe ich richtig in dieser Annahme? Wie gesagt, ich war selber mit dem Fall nicht vertraut. Da müssten Sie Frau Mende selber fragen. Aber ich bin mir sicher, sie kann Ihnen eine qualitative Antwort geben. Gut. Vielen, vielen Dank, Herr Multhaupt. Tschüss. Tschüss. Schön, dass der Kollege das im Vorfeld bereits abgesprochen hatte, diesen Anruf. Wunderbar, aber... Ein weiteres Mal vertraue ich doch sehr. Euer Ehren, falls Herr Fritsche meint, dass seine Zeit nicht ausreicht, kann er das ja anmerken. Ich meine, die letzten 25 Minuten habe ich ihn eigentlich nicht unterbrochen. Es wäre natürlich der Höflichkeit geboten, wenn wir bei dieser Höflichkeit auch bleiben. Herr Schleicher, Sie haben sich ebenfalls mit Störungen nicht zurückgehalten. Deswegen müssen Sie sich das jetzt ebenfalls gefallen lassen. Trotzdem möchte ich die beiden Anwälte hier nochmal dazu aufrufen, den jeweiligen Kollegen in Ruhe seine Befragung durchzuführen Frau Mende, zu lassen. Ja. Wer ist die erste Person in diesem Video? Das ist der Pizzalieferant Roman Kieslich. Und Roman Kieslich, von dem haben Sie, hoffe ich jetzt einfach mal, Fingerabdrücke genommen. Ja, natürlich. Das ist ja hier die dritte Person. Wann haben Sie dieses Video ausgewertet? Das habe ich eben gesagt. Das haben wir zwischen dem 29. Juni und dem 1. Juli ausgewertet, im Laufe der Ermittlungen. Wann wurde Herr Kieslich festgenommen? Herr Kieslich haben wir einberufen, nachdem ich bei der Untersuchung des Tatortes einen sehr frischen Pizzakarton gefunden habe. Daraufhin habe ich den Lieferdienst angerufen. Daraufhin wurde mir gesagt, dass Herr Kieslich am Abend die Pizza vorbeigebracht hat, ausgeliefert hat. Und dementsprechend haben wir Herrn Kieslich natürlich zu uns ins Kommissariat einbestellt und verhört. Gut, und Herrn Kieslich wird hoffentlich heute hier auch noch sprechen. Das korrekt. Sehr schön. Ich möchte allerdings noch mal auf einen Punkt eingehen. Und zwar komme ich zurück auf Herrn Schultheiß. Herrn Schultheiß hat Ihnen gesagt, dass er, wenn ich es richtig, Geräusche nannten Sie es. Was für Geräusche hat er denn gehört? Soweit ich weiß, hat er Gespräche und Auseinandersetzungen gehört. Gespräche und Auseinandersetzungen zwischen? Zwischen zwei Personen. Ich würde Ihnen auch bitten, ich würde Sie auch bitten, ihn gleich dazu zu befragen. Gut. Gut. Na, ich bin noch nicht fertig, euer Ehren. Entschuldigen Dann, Sie bitte. Bitte kommen Sie zu einer abschließenden Frage. Eine abschließende Frage? Gut, dann möchte ich, wenn ich nur noch eine einzige Frage habe, bitte ein Video zeigen. Und zwar geht es um den Vlog meiner Mandantin von ihrem Kurztrip nach Köln mit Mr. Weasel. Genau genommen geht es um den Timecode. Ich glaube, 3:07. Welches Beweisstück ist das, Herr Schleicher? Das ist auf meiner Liste leider nicht aufgeführt.
Ich schaue dennoch einmal nach. Entschuldigung. Ich schaue mal, ob ich hier helfen kann. Das wäre hervorragend. Also, es ist in der Liste der Wiesel. Das Video vom 3.6. Es ist korrekt. Auch bei mir nicht nummeriert, aber es ist das Video Kurztrip nach Köln featuring Mr. Wiesel Vlog vom 3.6.20:44 Uhr. Und falls das hilft, es ist im letzten Drittel des Videoblogs zu finden. Dann werfen wir doch jetzt mal einen Blick in den Blog der Angeklagten. Frau Hanfelden. Wir sehen ein Video, in dem meine Mandantin sich in der Wohnung des Opfers befindet. Zwar wollte ich euch heute zeigen, wie ich mein Wort sehe. Da wollte ich gehen, da habe ich ganz viel Schönes gehört. Da wollte ich ein paar Fische treffen. Die Stelle war absolut korrekt, die vorher gezeigt wurde. Ich davor. Bäh. Ah, da haben wir. Welcome to heute mal in Köln. So, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar wollte ich euch heute zeigen, wie ich meinen geilen Obstsalat mache. Mit diesen zwei Dingern und diesem Ding und der wunderschönen... Und zwar habe ich einen neuen Trick gelesen. Und ich habe versucht, den schon mal anzufangen. Aber ich habe gelesen, dass wie man am besten eine Mango... Weil man hat ja meistens immer die ganze Zeit so... Man macht ja immer die ganze Zeit sowas, wenn man Mango isst. Und deswegen habe ich mir recherchiert und mir wurde gesagt, das Erste, was man machen muss, ist, man muss eine Mango zerdrücken. So, richtig zerdrücken. Und dann so richtig weich machen. Und dann ein Loch reinschneiden. Und so. Hier können wir schon stoppen. Dieses Messer, Frau Mende, könnten Sie sich vorstellen, dass es sich um ein Messer gleichen Typs handelt wie die Tatwaffe, die da vor Ihnen liegt? Ja, ich denke, das ist in dem Video erkennbar. Gut. Und das erklärt ja doch relativ plausibel, wie die Fingerabdrücke meiner Mandantin auf dieses Messer kommen. Eine kurze Mutmaßung. Die Wahrscheinlichkeit oder die Feststellung, dass es sich um einen messergleichen Typs handelt, sagt noch nicht, dass es sich um dasselbe Messer handelt. Markant festgestellt, dennoch ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass das Messer, das in der Wohnung des Mandanten gefunden wurde und vorher in der Wohnung des Opfers gesehen wurde, mit in der Hand meiner Mandantin ein und dasselbe Messer ist. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Wir können uns darauf einigen, dass die Wahrscheinlichkeit vorhanden ist. Was natürlich nicht die Frage hinlänglich beantwortet, warum die Mandantin sich denn laut Überwachungskamera und laut Zeugenaussage zu besagtem in der Mordnacht an Ort und Stelle befunden hat. Ich möchte nochmals verdeutlichen, dass die Augen des sehr verehrten Chats wahrscheinlich gut genug sind, um zu beurteilen, dass aus diesem Video auch mit den fachkundigen Augen unserer an einem Fall beteiligten Frau Mende nicht übereinstimmen werden, dass es sich hier einwandfrei um meine Mandantin handelt. Herr Schleich, haben Sie noch konkrete Fragen an Frau Mende? Nein, Frau Mende ist gut. Von mir vielen Dank, aus Frau Mende. Dann sind Sie fürs Erste entlassen. Herr Ofnowski, ich bitte Sie, die mal zu sagen. Ich hätte noch eine Folgefrage an Frau Mende, die vielleicht von ihr nur beantwortet werden kann. Eine einzige Folgefrage ist erlaubt. Ja, aber dann es ist natürlich euer Ehren. Es ist relevant. Es ist eine Folgefrage zu der Beweiskette, bitte, die Sie gerade aufstellen. Folgende Frage: Zwischen dem Video, was wir gerade gesehen haben, und der Mordnacht liegt eine gewisse Zeit. Das Video, was wir gerade gesehen haben, stammt vom 3.6., wenn ich gerade meine Notizen richtig gesammelt habe. Die Mordnacht ist der 29.6., beziehungsweise dort sind Sie angereist. Können Sie aufgrund Ihrer Erfahrung sagen, wie lange, oder anders gesprochen, Erfahrung, haben Fingerabdrücke so etwas wie eine Halbwertszeit? Wie wahrscheinlich ist es, dass nach über 3 Wochen doch Fingerabdrücke noch eindeutig frisch und erkennbar an zum Beispiel einem Alltagsgegenstand wie einem Messer zu finden sind? Fingerabdrücke sind über einen längeren Zeitraum sichtbar auf Gegenständen und können nach über längeren Zeitraum auch nachgewiesen werden. Bei einem Messer ist es natürlich so, dass man auch davon ausgehen kann, dass es gegebenenfalls zwischendurch gewaschen wurde. Aber es ist auch theoretisch denkbar, dass die Fingerabdrücke über einen Zeitraum von 3 Wochen noch sichtbar sind. Gut, vielen Dank, Sie haben Ihre Frage gestellt. Damit ist die Zeugin entlassen. Vielen Dank an Frau Kommissarin Mende. Ich bitte den Gerichtsdiener jetzt, den nächsten Zeugen in den Gerichtssaal zu rufen, nämlich Herrn Zeugen Kaminski. Herr Kaminski, bitte. Einmal hier entlang, bitte. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Kaminski. Herr Kaminski, Ihnen ist bewusst, dass Sie sich bei einer Falschaussage vor Gericht strafmachen gemäß § 153 Strafgesetzbuch, was mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren geahndet werden kann. Sind Sie sich darüber im Klaren? Ja. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie, wenn Sie hier vor Gericht sind, bitte Ihre Kopfbedeckung abnehmen. Vielen Dank, Herr Kaminski. Die Befragung ist hiermit eröffnet. Dr. Fritsche. Vielen Dank. Herr Kaminski,
Sie sind hier, da Sie sich, wie eben auch die Kommissarin Mende bestätigt hat, auf den offiziellen Twitter-Aufruf der Polizei gemeldet haben. Eine ganz kurze Frage. Folgen Sie Accounts wie dem Twitter-Account der Polizei regelmäßig? Ja. Wie sind Sie darauf gestoßen? Ja, ich folge der Polizei regelmäßig, um zu helfen und um informiert zu sein, ja. Haben Sie in der Vergangenheit bereits auf vergleichbare Aufrufe antworten können und hilfreich beisteuern können? Das war das erste Mal, dass ich einen Post geliked habe. Gut, jetzt hat die Polizei relativ allgemein danach gefragt, wer denn in der Tatstraße im Bereich der Lützenowstraße, wo das Verbrechen stattgefunden hat, etwas Verdächtiges in besagter Tatnacht gesehen haben will. Sie haben sich daraufhin gemeldet. Was haben Sie denn Ungewöhnliches dort gesehen? Ja, ich war an diesem Abend unterwegs in der Lützowstraße und... Können Sie sagen, ungefähr wann das war? Das müsste gegen Mitternacht gewesen sein. Gegen Mitternacht. Und muss dort nach Hause gehen, komme dort an der Lützower Straße vorbei, kam die Jülicher Straße runter und habe dort die Follow Franzi gesehen, tatsächlich. Das ist ja nun zunächst mal vielleicht nichts Ungewöhnliches. Was ist Ihnen denn da so in Erinnerung geblieben, dass Sie sagen, Sie haben die Beklagte gesehen und das ist Ihnen dann wieder in den Sinn gekommen? Ja, ich kenne sie natürlich aus beruflichen Gründen. Das heißt? Ich arbeite bei Studio 71. Ah. Betreue dort entsprechend Künstler, bin also in der YouTube-Szene durchaus nicht unbekannt. Ich sage mal, It's Cold Slaw, David Hein, das sind so Namen, wo ich die Handynummer da hätte. Und dementsprechend kennt man sich natürlich in der Szene und da ist das doch sehr, sehr kantige Gesicht von der Angeklagten doch etwas, was man doch wahrnimmt. Ne? Einmal kurz zurückgefragt, wenn mir die Frage erlaubt ist, Frau Hanfelden, kennen Sie den Zeugen Kaminski beruflich? Ja. Sie kennen ihn? Das heißt... 2017 hatten wir ein längeres Gespräch miteinander und er hatte mir einen mehr oder weniger Job angeboten, den ich dann halt abgesagt hatte. Okay. Dazu später gerne noch mehr, wenn ich meine Zeugin... Bleiben wir erstmal dabei. Sie sind beruflich qualifiziert genug, Frau Hanfelden zu kennen. Sicherlich werden viele, viele jüngere Menschen Frau Hanfelden erkennen können. Sie sind ja relativ populär unterwegs, soweit ich das mit meinem Halbwissen in diesem Segment sagen kann. Sie haben sich auf jeden Fall erkannt und Ihnen ist dann aufgefallen, dass diese Person da war. Ja. Das allein, was hat Sie denn wiederum dazu gebracht, zu sagen, das könnte etwas in Zusammenhang sein mit der polizeilichen Ermittlung? Letztendlich haben Sie jemanden gesehen, den Sie kennen, von beruflicher Natur, und Sie schließen daraus, das könnte mit dem Polizeiaufruf zu tun haben. Ja, sie ist jetzt natürlich nicht bekannt dafür, dass sie beruflich in Köln ständig tätig ist. Und wie gesagt, das ist ein Gesicht, das sehr einprägsam ist. Und in dieser Nacht, gegen 0 Uhr, war jetzt nicht das so sehr belebt. Und dann fällt einem so etwas natürlich auf. Und ich dachte, es macht auf jeden Fall Sinn, diese Angabe zu machen. Weswegen waren Sie denn überhaupt um die Uhrzeit unterwegs? Ich selbst habe mir nach dem Feierabend einen Afterwork-Cocktail genehmigt und bin dann noch weitergezogen an der Jodelade hoch, an der Kölschbar, und dann waren wir auf der Jülicher Straße. Gut, das sei Ihnen herzlich gegönnt. In der Branche wird sicherlich schwer und hart gearbeitet. Da muss man sich auch unter der Woche vielleicht mal was gönnen. Bis 15 Uhr wieder im Büro gesessen, ja. Da Sie ja die Angeklagte kennen, zumindest beruflicher Natur, wäre es an dieser Stelle vielleicht auch einfach mal interessant, eine Einschätzung zu hören. Wir haben bisher viel über Sie gesprochen, über den Mord, aber die Person, Frau Hanfelden, Follow Franzi, ist vielleicht nicht allen bekannt. Sagen Sie uns einmal, wie Ihre Einschätzung von Frau Hanfelden ist. Was für ein Typ ist sie, was für eine Arbeit macht sie, wofür ist sie bekannt? Ja, sie ist natürlich eine sehr flippige YouTuberin, das kommt gut an bei gerade jungen Erwachsenen, jungen Mädchen. Muss gestehen, auch meine Tochter ist Riesenfan von der Follow Franzi, das ist genau die Zielgruppe. Ich persönlich habe sie auf beruflicher Ebene nur in diesem einmaligen Gespräch wirklich persönlich getroffen. Und da ging es, wie gesagt, um ein etwaiges Jobangebot. Das Sie der Beklagten gemacht haben? Genau, ja. Wir hatten damals einen fetten Deal am Laufen mit It's Cold Slaw und hatten dort eine Kollaboration angestrebt, wie es üblich ist in der Branche. Und das kam dann doch nicht zustande. Können Sie da etwas zu den Gründen sagen?
die Gründe kann ich so genau gar nicht definieren. Manchmal verläuft sowas ja dann doch im Sande. Gut. Daraufhin haben sie sich bei der Polizei gemeldet, dass sie uns gerade gesagt haben, ebenfalls zu Protokoll gegeben und die Polizei hat sie entsprechend als Zeugen geladen. Mhm. Herr Kaminski, vielen Dank. An dieser Stelle hätte ich keine weiteren Fragen. Dann Herr Schleicher, bitte. Danke. Herr Kaminski, Sie haben eben angegeben, dass der Grund für Ihren Aufenthalt eine persönliche Feier war. Sehe ich das richtig? Mhm. Und bei dieser Feier, sagten Sie eben, hätten Sie auch den ein oder anderen Cocktail getrunken? Mhm. Insgesamt ein Cocktail, den Hang Tang, der dort in der Onamor Bar serviert wird, den kann ich sehr empfehlen. Und darüber hinaus, ja, lass zwei Bier vielleicht gewesen sein. Und man kennt Sie in der Onamor Bar? Ja, doch. Sie sind Stammkunde, würden Sie sagen? Ja, Stammkunde, wenn wir es schaffen, einmal alle zwei Wochen. Wenn ich jetzt also in der Onamor Bar anrufen würde und nachfragen, wie viel Sie an folgendem Abend getrunken haben, würde man mir bestätigen, dass es sich um einen Cocktail und zwei Bier handelte? Das könnte man vielleicht, wenn wir einen sehr aufmerksamen Schankwirt haben, ja. Gut, wollen wir vielleicht einfach mal anrufen? Sehr gerne. Onamor Bar hier. Okay, dann darf ich euer Ehren? Bitteschön. Krass. Jo, Onamor hier. Moin, Arthur Schleicher hier. Hallo. Ruf wegen einer ganz, ganz spannenden Frage an. Und zwar geht es um Folgendes. Bei mir sitzt der Raphael... Hör mal, warte mal ganz kurz. Ist ganz schlecht gerade hier in der Wahl. Direkt schon wieder bei der Theke. Warte, Walter, geh mal zurück jetzt. So, ist Telefonat hier. Jetzt, warte. Wer bist du? Da ist ja gehörig was los bei Ihnen. Da ist ja gehörig was los. Arthur Schleicher ist mein Name. Ist bei Ihnen immer so eine Stimmung? Ja, es geht runter und drüber. Jeden Tag ist Fedelzoch hier. Ja, das hat mir der Raphael Kaminski auch erzählt. Der ist... Der Raphael Kaminski, Raffi, ist ein... Wer ist das denn? Junger Mann, der hier sitzt und sagt, er ist Stammgast bei Ihnen. Stammgast? Ja, da gibt's viele Stammgäste. Ja, also, Brille, Cappy, macht was bei Studio 71. Wird er wahrscheinlich zwei, dreimal erwähnen oder mit seinen Kollegen bei Ihnen gewesen sein. Ach so, der YouTube-Heini. Ja, den kenn ich doch. Der ist immer der war mit der Cap rückwärts an der Decke sitzt. Ja, genau der. Das klingt nach ihm. Der meint, er war auch am 28.06. auf den 29.06. bei Ihnen. Stimmt das so? Ja, das weiß ich sogar zufällig, weil der Typ hat mal wieder anschreiben lassen. Oh, das ist ja spannend. Was hat er denn angeschrieben? Ja, ein, zwei Bier. Und der hat doch, war doch mit so einer Frau, war der noch da? Da hat er, glaube ich, auch noch Drinks bestellt. Also ja, sowas in der Richtung. Wie viele Drinks waren denn das? Das wäre für mich ganz spannend gerade. Wie viel der Frau bestellt hat? Nee, sich selbst. Wie viel hat er so getrunken? Was ist so Ihr Eindruck? War der gut drauf? War der alkoholisiert? Passte der so ins Bild der Gäste? Oder? Na, der ist ja immer ordentlich. Der ist nicht so wie der Walter, der hier immer über der Theke hängt. Der hat ein, zwei Bier getrunken. Fünf für die Frau und vielleicht noch einen für sich. Aber der war noch gut bei Trost, als er hier rausgelaufen ist. Das freut mich natürlich. Dann, damit ist mir auch schon geholfen. Ja. Vielen Dank. Schönen Abend. Auch so, tschüss. Tüt. Gut, das freut mich natürlich, dass wir dann davon ausgehen können, dass Sie komplett zurechnungsfähig sind. Ja, interessant natürlich, dass Sie dann vergessen hatten, dass in Ihrer ersten Erwähnung nur auftauchte, Sie wüssten beruflich, wer meine Mandantin ist. Das Treffen musste ja erst erwähnt werden. Ja. Liegt das eventuell in der Natur des Treffens? Denn wie würden Sie die Natur des Treffens beschreiben? Naja, das war ein Treffen auf Augenhöhe. Zu diesem Zeitpunkt war die Angeklagte gerade aufstrebend, hatte gerade ihre Karriere begonnen. Und es waren Perspektivgespräche, möchte ich sagen, die eben nicht am Ende zu einem Vertragsabschluss oder zu einer Kollaboration geführt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber so ist das in der Szene. Da gibt es viele Lippenbekenntnisse und wenig Content. So ist das in der Szene. Das klingt ganz spannend. Darf ich vielleicht meine Mandantin auffordern, aus ihrer Sicht mal dieses Treffen zu schildern? Ja, also, hallo wieder. Für mich war das ein etwas unangenehmes Gespräch. Ich hatte das Gefühl, dass der Herr Kaminski mich dazu auffordern wollte, mit sehr viel Druck
dass ich jetzt diesen Vertrag unterschreiben sollte. Es war sehr unangenehm. Auch Sie haben gerade von Ihrer Tochter gesprochen. Die Tochter war mit dabei, die ganze Zeit geschrien hatte. Und ich das Gefühl hatte, dass diese ganze Stimmung einfach komplett in eine Richtung gegangen ist, die mir sehr, sehr unangenehm war. Also ich bin raus und... Ja, Herr Schleicher, Herr Kaminski sitzt hier nicht auf der Anklagebank. Wozu soll das Ganze führen? Das würde mich auch interessieren. Es führt zu Folgendem. Ich möchte verdeutlichen, dass Herr Kaminski sowohl ein berufliches Interesse daran hatte, dass der eben beschriebene Deal zustande kommt, als auch scheinbar ein persönliches. Denn es wurde durchaus emotional in der Beschreibung meiner Frage. Er hat also durchaus ein Interesse daran, sagen wir mal, Rache zu üben. Also ich würde nicht so weit gehen, aber ich bin aus dem Gespräch rausgekommen und es war so, als ob Sie sauer waren, dass ich den Vertrag nicht unterschrieben hatte, weil anscheinend sehr viel Geld auf dem Spiel für Sie war. So war mein Gefühl. Und also, ich habe mit meiner Managerin danach auch abgesprochen, dass wir auch überhaupt gar keine Zusammenarbeit mehr mit Studio 71 haben wollen, weil das für mich einfach ein Moment war, wo ich gedacht habe, solchen Druck kann ich einfach nicht, also so was Sie mir da angetan haben, das... Und um meinen Punkt nochmals zu verdeutlichen, ich bitte Sie außerdem vielleicht mir zuzuhören. Und zwar wurde dieser Twitter-Post, den Sie eben erwähnt haben, Sie haben ja gesagt, den haben Sie auch gesehen und geliked, Sie followen der Polizei NRW regelmäßig, der wurde ja am 29. veröffentlicht. Wann haben Sie den denn gesehen? Den müsste ich am 1. circa gesehen haben, 30. oder 1. Das ist eine spannende Angabe. Zum Glück lässt sich sowas technisch belegen. Ja. Und Beweisstück Nummer 15 sagt, dass Sie bereits am 29.06. ein Like auf dem Video hinterlassen haben, kurz nach der Veröffentlichung. Recht spannend, dass Sie sich erst 2 Tage später dazu entscheiden, zu melden, was Sie da gesehen haben. Ja, es ist natürlich manchmal schwierig, dann wirklich die entsprechenden Zusammenhänge zu sehen und das auch einzuordnen. Klar, der Polizei, da liked man schön mal gerne was ab. Da wird ja auch oft mal mit Humor gepostet. Bis ich mich dann wirklich mit dem Inhalt auseinandergesetzt habe, ist dann noch ein Tag vergangen. Das mag sein, ja. Ja, oder 2. Und Sie würden sagen, dass ich fasse Ihre Gründe richtig zusammen. Sie haben noch mal überlegt. Denn eben wirken Sie ja recht entschlossen, der Polizei jederzeit zu helfen. Überlegt, ob es sich wirklich um diesen Tag handelte und dass es wirklich der richtige Zeitraum ist, da ich ungern falsche Angaben mache. Gut, und und warum haben Sie die Mandantin nicht angesprochen? Sie sind ja gut bekannt und Ihrer Meinung nach ist das Verhältnis nicht angespannt. Sie schienen gut drauf zu sein, hatten gerade gefeiert. Also wäre ja eine nette Gelegenheit, eine alte Freundin anzusprechen damals. Ja, sagen wir mal, ich war etwas frustriert aufgrund des Ausgangs des Abends, weswegen ich jetzt nicht wirklich in Gesprächslaune war. Das ist allerdings eventuell nachvollziehbar. Allerdings erklärt das für mich immer noch nur bedingt, warum Sie so spät auf den Anruf geantwortet haben. Allerdings muss ich sagen, dass damit bis auf eine allerletzte Frage alle meine Fragen beantwortet sind. Und zwar, kennen Sie den hier heute ebenfalls vorgeladenen Uwe Schultheiß? Der Name sagt mir nichts, nein. Vielen Dank, damit bin ich fertig. Vielen Dank. Damit haben Sie noch eine Rückfrage? Nicht wirklich, es war sehr, sehr spannend. Gut. Wir haben Zweifel gesät bekommen, aber ich denke, wir sind uns alle einig. Herr Kaminski, dann sind Sie entlassen. Sie können zurück in den Zeugenraum gehen. Wir setzen die Verhandlung gleich fort mit dem Zeugen Schultheiß, dem Nachbarn. Bis dahin ziehen wir uns noch mal ganz kurz zurück. Die Verhandlung wird pausiert. So, die Verhandlung wird fortgesetzt. Wir kommen nun zum Zeugen Uwe Schultheiß. Gerichtsdiener, bitte holen Sie den Zeugen Herrn Schultheiß in den Gerichtssaal. Das ist der Nachbar Herr des Mordopfers, der die Leiche gefunden hat. Herr Schultheiß, einmal in den Zeugenstand, bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Tag. Herr Schultheiß, ist Ihnen bewusst, dass Sie bei einer Falschaussage vor Gericht sich strafbar machen, gemäß § 153 Strafgesetzbuch, was mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren bestraft werden kann? Alles klar, gut. Herr Dr. Fritsche. Herr Schultheiß, schön, dass Sie es einrichten konnten, auch heute herzukommen, um uns Rede und Antwort zu stehen. Nun, Sie haben bei der Polizei den Fund der Leiche gemeldet. Wir haben schon gehört von der Frau Kommissarin, dass Sie bereits in der Zeugenaussage zu Protokoll gegeben haben. Sie sind aufmerksam geworden durch Lärm, den Sie gehört haben und sind dem dann nachgefolgt, um zu schauen, was los war.
Ist das soweit korrekt? Beziehungsweise, ich will gar nicht vorgreifen. Schildern Sie doch bitte einmal, weil das ist noch nicht angemessen passiert. Schildern Sie doch bitte einmal den Abend aus Ihrer Sicht. Welchen Abend meinen Sie jetzt genau? Den Abend des Vorfalls, an dessen Ende Sie letztendlich die Polizei alarmiert und vorher das Opfer gefunden haben. Ich habe am tagsüber die Polizei angerufen. Sie meinen wahrscheinlich den Abend davor, oder? Genau. Es wurde zu Protokoll gegeben, Sie hätten am Morgen des 29. die Polizei gerufen. Ja, das ist richtig. Unmittelbar, nachdem Sie die Leiche gefunden haben. Das ist richtig, genau. Gut, dann beschreiben Sie uns doch bitte, was letztendlich dazu geführt hat, dass Sie in die Wohnung des Opfers gegangen sind und die Feststellung gemacht haben. Naja, also ich weiß nicht, wie weit ich jetzt ausholen soll, aber ob das zur Sache tut. Aber naja, der Herr Binder ist ja, naja, also gerne mal laut bei denen. Also das war jetzt eigentlich nichts Besonderes für mich, das war ich ja gewohnt eigentlich. Und aber an dem speziellen Abend davor war es tatsächlich besonders laut. Und dann habe ich auch, mir schon auch gedacht, also ich glaube, es war abends. Und es war gegen 10, das weiß ich ganz genau, weil ich da immer Alarm für Cobra 11 schaue. Da weiß ich ganz genau, dass das die Uhrzeit war. Und ungefähr nach 20 Minuten, wo es dann langsam anfing, mich zu interessieren, die Sendung, dann habe ich gehört, dass etwas laute Stimmen von der Wohnung meines Nachbarn, Herrn Bindern, kamen. Und ich habe mir erstmal nicht viel dabei gedacht, weil das sehr oft laut ist beim Herrn Binder und dass da immer irgendwie so ein bisschen Tohuwabohu ist, ist aber ein anderes Thema. Ich will jetzt gar nicht ausschweifen. Und ich habe mir da einfach erstmal nichts gedacht, aber nach einer halben Stunde wurden die Stimmen eigentlich immer lauter und ich habe auch so eine Art Möbelverrücken, würde ich jetzt einfach mal sagen, so klang das für mich, gehört. Und auch so ein bisschen, die Stimmen wurden immer lauter. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass die eine Stimme hundertprozentig Herr Binder war. Das können Sie... Das ist Ihr Nachbar, Sie haben dünne Wände. Die Stimme kenne ich, ich habe dünne Wände, da kann ich ja was erzählen von den dünnen Wänden, ja. Und ich habe eine andere Stimme gehört und da bin ich mir sicher, dass es ein Mann war. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das zwei andere Stimmen waren. Mhm. Das habe ich auch zu Protokoll gegeben, damals bei der Kommissarin. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen sollte, bevor ich da gefragt werden will, aber ich trage das Herz auf der Zunge. Und so war das. Und als Kölner ist das ja auch nichts Ungewöhnliches. Ich bin kein Kölner, ich wohne in Köln. Ah, okay. Gut, dann lassen Sie... Mit Uwe Schultheiß. Ja, das ist fantastisch. Herr Schultheiß, hier geht es natürlich um präzise Abläufe. Sie haben relativ präzise darauf geantwortet, wann was passiert, weil das mit Ihrem Abendrhythmus mit Cobra 11 passiert. Ich möchte das einmal noch kurz präzisieren, beziehungsweise auch festhalten. Gegen 22 Uhr haben Sie den Lärm in der etwas ungewöhnlicheren Art und Weise in der Wohnung wahrgenommen. Sie haben zwei Männer gehört. Genau. Gegen 22 Uhr. Dann sagten Sie gerade, nach circa 30 Minuten war der Höhepunkt erreicht. Es wurden Möbel gerückt. Ja. Und der Streit schien zu eskalieren oder richtig laut zu sein? Naja, es wurde immer lauter und dann war auch irgendwie, also ich habe auf jeden Fall den Fernseher gehört, ziemlich laut. War wohl der gleiche Kanal, das war irgendwie so ein ähnliches Hintergrund. Ich beschreibe das jetzt einfach mal als so eine Art Hintergrundrauschen. Man merkt aber, da ändert sich nichts und das war dann gleich. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Ich habe das auch der Kommissarin gesagt, aber irgendwann habe ich mir gedacht, okay, da ist was faul. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Es wurde immer lauter und es war eine andere Art Lautstärke, die da sonst der Fall ist. Da wird immer Halligalli gemacht und Party, die machen da immer irgendwie Airbnb und das. Ein anderes Thema, aber es war schon, glaube ich, ein Streit. Und ich habe dann durch mein Guckloch geschaut und ich habe da einen Pizzalieferanten gesehen. Wann war das ungefähr? Das müsste gegen 22.30 Uhr gewesen sein, ungefähr eine halbe Stunde, nachdem dieser, ich weiß nicht, was da los war. Gegen 22 Uhr. Ich tritt da keinem zu nahe oder so. Ich habe das einfach beobachtet. Ich sage nur, was ich gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist. Aber es könnte wichtig sein. Also alles, an das Sie sich erinnern, sind natürlich Details, die uns hier der Wahrheitfindung einfach einen Schritt näher bringen. Ja. Sie haben einen Pizzalieferanten gesehen. Ich konnte das Gesicht leider nicht erkennen. Beschreiben Sie ihn einmal bitte. Was haben Sie genau gesehen? Also, ist es wahrscheinlich nicht wichtig. Ich weiß nicht, ob sowas wichtig ist. Sagen Sie es einfach. Das ist dann unsere Aufgabe, das zu entscheiden. Es gab eine Sache, die ist mir aufgefallen. Bitte. Fand ich sehr, sehr irgendwie seltsam. Dieser Pizzalieferant hat sehr, also vielleicht liegt das auch an meiner Wahrnehmung, aber sehr akkurat seine Pizzatasche, wie das heißt, wo die Pizzen reinmachen, hat er sehr akkurat und parallel die Treppen heruntergetragen. Das ist mir irgendwie aufgefallen, keine Ahnung warum. Und, naja, dann war da noch eine andere Sache. Aber kurz noch mal bleiben, bevor wir an dieser Stelle, er hat ihn akkurat runtergetragen, also Sie haben jetzt keine Anzeichen von Hektik, von Panik, von die Treppen runterstürzen oder Nein. Ähnliches wahrgenommen beim Pizzaboten? Nein, und das, genau das hat mir Sorgen gemacht, denn ich meine etwas
an seiner rechten Hand gesehen zu haben, was eine rötliche Farbe widerspiegelt oder für mich so aussah in dem Moment. Aber Sie müssen, ich habe durch das Guckloch geguckt, das ist natürlich ein Fischaugenobjektiv. Ich weiß das, weil ich habe lange mich mit sowas beschäftigt. Da ist natürlich die Wahrnehmung etwas verzerrt. Und ich habe aber gesehen, dass da ist, es war einfach für mich etwas Rotes zu sehen in der Hand, aber es ist schnell vorbeigegangen. Ja, Sie scheinen auf der einen Seite ein sehr präziser Beobachter zu sein. Sie haben klasse Zeiten angegeben, die relativ konkret sagten, wann was passierten. Ja. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch erwähnen, Sie haben das Gesicht nicht erkennen können, weil er vermummt war. Warum haben Sie das Gesicht nicht gesehen? Das war einfach von der Seite. Wenn Sie müssen überlegen, ja, wenn Sie durch ein Guckloch gucken, also wie gesagt, das ist ein Fischaugenobjektiv. Ja. Da kenne ich mich aus mit, da habe ich früher viel mitgearbeitet, habe die sogar hergestellt eine Zeit lang. Mein Vater hat da lange in dem Bereich auch gearbeitet. Deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus und vielleicht für den Laien nochmal erklärt, Fischaugenobjektive verzerren die Wahrnehmung ein bisschen. Das kommt dazu, und aber hauptsächlich lag es daran, dass er mit dem Rücken zu mir war. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite haben Sie mindestens eine Hand sehr genau gesehen, haben da was Rotes wahrgenommen. Das ist ja schon interessant, was man durch so ein Fischauge genauer sehen kann und vielleicht weniger genau sehen kann. Kurze Zwischenfrage hier, haben Sie das so zu Protokoll gegeben bei der Polizei? Also das habe ich so zu Protokoll gegeben. Das ist Ihre Aussage gewesen? Ja. Danke, entschuldigen Sie, Herr Staatsanwalt. Ja. Das habe ich so zu Protokoll gegeben. Danke. Ja. Gut, danke für die kurze Intervention an dieser Stelle. Den Pizzaboten werden wir ja nachher noch haben und ebenfalls befragen können. Vielleicht kann er da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was diese ganze Geschichte angeht. Sie haben gesagt, Sie haben einen Streit gehört. Es wurde schon öfter laut. Was lässt Sie darauf schließen, dass es ein Streit war? Wenn Sie sagen, da ist es häufiger mal laut, es ist jetzt nichts ungewöhnlich, dass da leer kommt. Er vermietet das eher B&B-Wohnungen. Naja, also die Stimmen wurden lauter. Also man erkennt ja, denke ich, einfach als Mensch an der Stimmlage, ob jemand irgendwie aggressiv ist oder sich eher streitet oder ob da gefeiert wird. Und für mich klang das einfach eher aggressiv oder beziehungsweise feindselig. Also es klang nach einer Diskussion. Ich kann nicht genau sagen, was da genau gesagt worden ist, aber ich habe auf jeden Fall durch Stimmen gehört, die deutlich sich streiten. Und das haben Sie gehört, obwohl Sie parallel Fernsehen geschaut haben? Ja. So klar war das wahrnehmbar? Ja. Okay. Ich nehme immer Cobra 11 auf, zur Sicherheit. Deswegen weiß ich halt ganz genau, dass wenn ich das verpasse, deswegen haben mich nicht so Sorgen gemacht. Ja. Ich habe so ein Ohr bei beiden gehabt. Gut. Sie sind jetzt Nachbarn. Sie wohnen im selben Stockwerk. Sie haben die Wohnung gegenüber von der Wohnung von Herrn Binder. Beschreiben Sie uns doch bitte mal Ihr Verhältnis. Ist es ein eher nachbarschaftlicher Natur, freundschaftlicher Natur? Wie stehen Sie oder wie standen Sie bedauerlicherweise zueinander? Das ist nicht so gut, muss ich sagen. Nicht so gut? Ja. Der Herr Binder ist einer, der, na, ich weiß nicht, also ich würde mich wohler fühlen, wenn ich einfach die Fragen tatsächlich direkt beantworte. Ich will eigentlich jetzt nicht, ja. Ja, aber er nervt mich schon, ja. Er hat mich schon länger genervt. Er hat eine Airbnb-Wohnung und ständig kommen da Leute ein und aus. Und ich bin immer der dafür hinhalten muss, den Schlüssel dann abzugeben. Und ich habe auch schon öfter mal Leute reingelassen. Und für Herrn Binder war das wohl immer, Gott hab ihn selig, immer total normal, dass ich mich um alles kümmere. Und von daher, unser Verhältnis war jetzt nicht das Allerbeste. Aber ich habe das immer respektiert. Ich habe mich gut einmal auch tatsächlich beschwert bei der Hausverwaltung, weil das ging für mich dann zu weit. Da habe ich auch mal die Polizei gerufen, weil er wieder sein Airbnb, also seine Wohnung als Airbnb gemacht hat. Und die waren sehr laut, haben da irgendwie Scooter gehört. Irgendwie, und das kann ich gar nicht haben. So. Ich mag Scooter nicht so gerne. So. Also alles andere ist okay. Aber bei Scooter, da hört es bei mir auf. Gut. Ja, ja. Aber es ist trotzdem, also auch H.P. Wesker, das finde ich nicht in Ordnung, dass das so läuft. Aber Sie haben trotzdem, trotz dieser leicht kritischen Grundanspannung und der Tatsache, dass es laut ist und dem angespannten Verhältnis, was Sie beschrieben haben, Sie haben trotzdem den Schlüsseldienst für Herrn Binder gemacht. Naja, Schlüsseldienst ist so nicht richtig. Ich habe einen Schlüssel von seiner Wohnung. Für mich ist das, ob man sich leiden kann oder nicht, das ist für mich einfach nur Bürgerpflicht, dass man sich als Nachbar hilft. Und wir haben gegenseitig einen Schlüssel voneinander. Ich habe ihm bei den Airbnb-Sachen ab und zu mal geholfen, auch wenn es mich genervt hat. Das ist für mich einfach Pflichtbewusstsein. Und ich hatte natürlich auch den Schlüssel für seine Wohnung, falls was ist. Gut. Sie scheinen einen relativ guten Überblick zu haben über das, was da passiert in dem Treppenhaus. Sie haben einen Schlüssel zu der Wohnung. Und letztendlich haben Sie sich wann entschieden, mal genauer nachzuschauen, was denn da vielleicht in der Wohnung los sein könnte? Der Lärm ist veräppt, der Fernseher lief noch. Sie haben den Pizzaboten gesehen, den wir nicht genau erkennen konnten. Wie ist es dann weitergegangen? Naja, das war am nächsten, ich will jetzt nicht sagen morgen, sondern für mich ist morgen immer dann, wenn ich aufgestanden bin. Mhm. Ungefähr war das, können Sie es ungefähr sagen an diesem Morgen? Sie haben ja eine gute Erinnerung. Das würde ich mich jetzt nicht trauen zu sagen, dass ich mich da genau dran erinnere. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen 11 Uhr vielleicht. Aber das kann auch, also wirklich, da weiß ich nicht ganz genau. Das kommt immer darauf an, ob ich halt die Wiederholung von der Cobra 11-Folge vom Vortag nochmal angeguckt habe morgens. Das ist meine Routine.
Nee, und dann, ja, dann habe ich das da wahrgenommen. Und war, also ich was, mir halt was einfach, haben Sie wahrgenommen am nächsten Morgen? Das Ding war, ich habe immer noch den gleichen Fernseher gehört von der Nacht davor. Okay. Also eben diese repetitiven Geräusche. Es war einfach wie so eine Art Hintergrundrauschen, was irgendwie mir da schon aufgefallen ist am Abend vorher, was sehr gleichmäßig klingt, wo ich schon dachte, okay, da schaltet keiner mehr um. Das ist irgendwie ein Programm, was durchläuft. Es war auf jeden Fall nicht Cobra 11, weil das hätte ich wieder erkannt. Das mag ich ganz gerne. Gut. Cobra 11 lassen wir Cobra 11 sein an dieser Stelle. Genau. In the Inches of Time spreche ich da für Sie. Genau, und dann habe ich halt, dann bin ich aufgestanden und habe das immer noch gehört. Mit der gleichen Lautstärke und der gleichen Intensität. Und da dachte ich mir so, okay, ich dachte mir am Abend schon, da ist irgendwas faul, aber man denkt sich ja nichts dabei. Mein Gott, da haben sich halt Leute gestritten, dann ist auch okay. Und gut, das mit den Pizzalieferanten, da denkt man sich ja nichts dabei. Ne? Also, ist man ja schlauer. Sie haben sich im Nachhinein was bei gedacht und es hat dazu geführt, dass Sie die Wohnung des Opfers geöffnet haben, um genau nachzusehen. Nein, das nicht. Da muss ich Sie korrigieren, tut mir leid. Das war, wie gesagt, da haben Sie auch nachgefragt. Ich bin wieder abgeschwiffen. Also es war der nächste Morgen, lief immer noch das gleiche Geräusch. Ich bin dann einfach, habe mir dann Sorgen gemacht, habe mir gedacht, okay, da ist scheinbar wirklich was nicht in Ordnung und habe dann geklingelt und geklopft danach auch. Keine Antwort erhalten, keiner hat aufgemacht und der Fernseher lief immer noch weiter. Und dann habe ich dann gedacht, okay, jetzt ist der Moment, ich hole mal den Schlüssel und schau mal nach, was da los ist. Und das habe ich dann auch getan. Haben Sie das in der Vergangenheit schon häufiger gemacht? Also mal schauen, was da los ist, auch ohne, auf Geheiß von Herrn Binder vielleicht oder auf Bitten von Herrn Binder? Nein. Oder einfach auf eigene Faust? Nein. Nicht. Also nicht auf eigene Faust, um in die Wohnung einzutreten, sondern ich habe bei zwei Gelegenheiten insgesamt die Wohnung geöffnet, ohne das explizite Einverständnis von Herrn Binder zu haben. Das waren in zwei Fällen Airbnb-Angelegenheiten, wo der Schlüssel quasi, wo eine Dame zum Beispiel nachts erst ankam und sie hat mir versichert, dass es ausgemacht worden ist mit Herrn Binder. Dann habe ich ihr die Wohnung geöffnet und ein anderes Mal war das die Polizei, eben als ich damals die Polizei angerufen habe, weil die Lautstärke zu hoch war. Das sind zwei unterschiedliche Fälle, die in diesem Fall nichts miteinander zu tun haben. Ich glaube nicht, nein. Ganz interessant natürlich, weil es ist in diesem Fall tatsächlich relevant, was wir hier gerade erfahren. Herr Fritsche, bitte kommen Sie zum Ende. Ja, danke. Wir kommen hier zum Ende. Wir haben viel gehört hat. Vielen Dank, Herr Schulthaus. Sie haben uns das sehr präzise hier geschildert. Ich habe den Eindruck, und korrigieren Sie, wenn ich da falsch liege, Sie haben einen ganz guten Überblick über das, was in dem Haus passiert. Sie sind aufmerksam, Sie interessiert, was bei Ihren Nachbarn vielleicht auch nicht so gut laufen könnte. Mit dem Fischauge haben Sie gerade schon relativ präzise gesagt, was Sie da sehen können und was Sie nicht sehen können. Würden Sie sagen, Sie haben einen ganz guten Überblick, auch dadurch, dass Sie ab und zu mal von Ihrem Nachbarn eingebunden wurden in Airbnb-Diensten über das Kommen und Gehen im Haus? Tut mir leid, aber nein. Haben Sie nicht? Nein, nur über diesen konkreten Nachbar, Herr Binder, weil wir einfach diese Art, ja, mir aufgezwängte Symbiose haben, dass ich ihm bei seinen Airbnb-Gelegenheiten helfe mit dem Schlüssel, weil ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, schwer Nein sagen kann. Ansonsten ist mir eigentlich so relativ, um das auf gut Deutsch zu sagen, scheißegal, okay. Entschuldigung, was im Haus passiert. Also ich bin jetzt nicht die Oma, die auf dem Kissen den ganzen Tag alles beobachtet. Ist Ihnen denn an demselben Abend... Herr Fritsche, die letzte Frage. Bitte. Sie werden sehen, es führt zu etwas und das ist wirklich wichtig für die Beweisführung an dieser Stelle. Ist Ihnen an dem Abend noch eine andere Person im Zeitraum, sagen wir mal so ab 22 Uhr, bis Sie dann ins Bett gegangen sind, haben Sie nochmal durch den Türspion geschaut? Ist Ihnen noch eine andere, vielleicht wohnungs- oder hausfremde Person im Treppenhaus aufgefallen? Nein, ich habe dann direkt angefangen, Age of Empires zu spielen und war dann einfach raus für den Abend. Gut, jetzt meine Folgefrage und das ist relevant, weil Sie es auch selber angesprochen haben. Hier sitzt eine Angeklagte des Mordes und das ist natürlich sehr wichtig. Sie haben gesagt, Sie haben mit den Airbnb-Geschäften des Opfers durchaus zu tun gehabt. Sie wurden als Schlüsselwart genutzt. Sie haben gerade ein Beispiel genannt, wo sie einer Frau eine Tür geöffnet hat. Jetzt ist es ja so, dass die Angeklagte im Vorfeld bereits als Airbnb-Kundin in der Wohnung gewesen war. Ja. Haben Sie die Beklagte schon einmal gesehen? Naja, also Nadja, ne? Es tut mir leid. Ach, also, das ist ja interessant. Ich mag da gar nicht hingucken. Also ich mag ja gar nicht belogen zu werden, ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Fürs Protokoll, Sie kennen die Beklagte? Ich dachte, sie halbwegs beim Namen zu kennen. Ja. Okay, also, das ist natürlich interessant. Es ist nichts Großes jetzt, aber ich meine, also ich kenne die Angeklagte als Nadja. Und so hat sie sich mich vorgestellt. Schnelle Zwischenfrage, ist es die Beklagte, von der Sie eben berichtet haben, der Sie abends die Tür geöffnet haben? Nein, das war ein anderes. Das war wieder eine andere Person. Gut, vielleicht müssten wir das hier noch einmal etwas präzisieren, denn wir haben hier tatsächlich einen Chatverlauf über die erste Anmietung der Wohnung vorliegen. Die haben Sie ja sicherlich auch vorliegen. Ja, und Sie haben ja Zeit. Genau. Das erste Mal, und das geht ja aus den Unterlagen hervor, lassen Sie mich noch einmal ganz kurz schauen. Ja, wollen wir dieses Beweis, den Chatverlauf einmal betrachten? Ja, schauen wir uns den Chatverlauf einmal an. Gut. Hier ginge es einmal für alle Beteiligten und natürlich auch für Sie da draußen. Da ging es um die Anmietung der Airbnb-Wohnung von Herrn
Binder. Und zwar, ich muss hier einmal kurz blättern, es tut mir sehr leid. Beweisstück Nummer 12 ist das. Das ist Beweisstück Nummer 12. Wir haben es auch gerade vorliegen. Es ging um eine Anmietung der Wohnung im Zeitraum am 3.6. Ich schaue gerade mal. Ja, und wir sehen hier einen Chatverlauf. In dem sich Herr Binder, er zeigt sich auf der einen Seite klar mit seinem Gesicht, das ist der Herr Binder, und mit seinem Klarnamen. Das ist jetzt hier leider auch ausgegraut. Nein, ist es nicht. Ich habe eine leicht andere Formatierung, deswegen, ich muss mich einmal ganz kurz sortieren. Wir sehen hier im Chatverlauf ein Gespräch, die Kontaktaufnahme mit Herrn Binder durch die Beklagte, die sich hier Nadja nennt, die Sie aber auch gerade schon eindeutig erkannt haben. Wir sehen die Beklagte weder mit dem Bild noch mit dem Namen und der Chatverlauf, das ist ganz interessant. Daraus geht so ein wenig hervor, dass anscheinend Nadja, die anonym bleiben wollte zu diesem Zeitpunkt, auf jeden Fall vermeiden wollte, den Herrn Binder anzutreffen. Tut mir leid, Einspruch, euer Ehren, pure Mutmaßung. Langsam wird es zeitlich und auch inhaltlich mutig, was der Staatsanwalt sagt. Herr Fritsch, könnten Sie diese Vermutung denn begründen mit einem Text aus dem Chatverlauf? Selbstverständlich. Ansonsten möchte ich Sie bitte binden, ich würde das vielleicht auch, wenn ich die Frage auch direkt an die Mandantin von Herrn Schleicher stellen darf. Nein, danke. Darf ich nicht? Gut, wir können ja darauf antworten, wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten das oder sprechen sich vorher einmal ab. Wir haben ja einen Chatverlauf, in dem Herr Binder anbietet, eine Wohnungsübergabe zu machen, als guter Hausgast möglichst gut den Gast beziehungsweise als Hausverleiher, sagen wir mal an dieser Stelle, möglichst gut den Gast einzuführen und eine Schlüsselübergabe zu machen, eine Einweisung in die Wohnung. Das lehnen Sie ab. Warum haben Sie das denn abgelehnt? Letztendlich würde man ja denken, das ist doch ein nettes Angebot. Sie dürfen Sie gerne müssen antworten. Nicht auf die Frage antworten. Doch, Sie dürfen gerne antworten. Die Ausführungen, also erstens möchte ich einfach nur zeitlich ganz genau ausladen für das, was das Ergebnis dieses Befragungs. Also es ist ganz simpel, warum ich das öfters mache. Ich bin eine Frau des öffentlichen Raumes und öfters benutze ich einfach einen anderen Namen, ein anderes Profilbild, sodass ich nicht in Konflikt trete und dass ich keine Fans habe, weil ich habe einfach schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass ich einmal bei einem Airbnb gemacht habe. Das war bei einer Reise. Und da war die junge Dame war ein Fan von mir und sie ist halt ununterbrochen gekommen. Und deswegen habe ich von da aus an immer einen Fake-Account. Und ich glaube, das ist ganz, ganz normal auch für andere Leute. Also wir kennen auch die ganzen Stars, die dann in Hotels andere Namen ein. Owen Williams zum Beispiel oder Pocahontas, die sich im Ritz-Carlton einquartiert. Dahinter stecken Julia Roberts, Daniel Craig. Absolut überhaupt nicht ungewöhnlich. Der Unterschied, auch warum ich jetzt, also es ist ja auch klar hier zu gesehen, was ich geschrieben habe, dass ich halt erst um 11 kommen werde. Also das liegt jetzt nicht, dass ich ihn einfach... Also das mache ich öfters, dass ich halt später anreise, dass ich nicht genau sehen kann, wie lange brauche ich, bis ich fertig bin mit einem Vlog, wann komme ich an. Also wenn Sie auch andere Ausschnitte von meinem Airbnb rausnehmen würde, werden Sie öftere solche Gespräche sehen. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches bei Ihnen. Es ist trotzdem, wenn ich das mal festhalten darf, Julia Roberts, sehen Sie es mir vor und die Beispiele, die genannt wurden, die internationalen Stars, die eine gewisse Privatsphäre durch diese Anonymisierung natürlich sich wünschen. Sie machen natürlich einen ganz anderen Job. Ich möchte Ihre Popularität nicht in Abrede stellen, aber wir haben natürlich diverse Vlogs, Videos. 250.000 Followern alleine auf zwei Plattformen. Das wäre doch der Höflichkeit vielleicht das Mindeste. Ja. Sprechen Sie, so viel können. Sie wollen, Herr Staatsanwalt. Ich finde es ein wenig verwunderlich an dieser Stelle, dass Sie auf der einen Seite die Anonymität suchen und das gerade bei Geschäftspartnern, in diesem Fall ist es ja ein Geschäftspartner, auf der anderen Seite aber Ihre Videos ja immer in der Öffentlichkeit stattfinden, da, wo Sie Ihre Fans treffen können, wo Sie Ihre Fans treffen werden. Sie begeben sich in das Getümmel. Nein. Wir haben ja auch diverse Beweisstücke. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht durchgehen. Sie sind nicht in dem Sinne ein Nichts da zum Anfassen. Tut mir leid, aber Einspruch. Es sind wieder Mutmaßungen. Das ist was ganz anderes. Wie gesagt, das ist halt schon mal passiert, dass ich halt dann in der Wohnung bin und sie immer wieder kommt und mich in meiner offensichtlich Privatsphäre stört. Wenn ich rausgehe und Videos mache, klar will ich die Authentizität haben und die Leute da haben, aber ich lade sie nicht zu mir irgendwie zum Frühstück ein. Das beweist ein wichtiger Punkt. Somit ist hier auch die Befragung von Herrn Dr. Fritsche beendet. Ich möchte ihn auch darauf hinweisen, dass Sie das nächste Mal bitte etwas kürzer halten. Ja. Jetzt die Befragung des Herrn Verteidiger Schleicher. Um also unmittelbar auf die interessante Behauptung einzugehen, dass meine Mandantin sich regelmäßig in die Öffentlichkeit und damit ihren Followern aussetzt. Ich habe hier eine Liste, Punkt 11 ist das. Beweisstück 11. Beweisstück 11. Mhm.
mit den Videos, die seit dem 19.03. veröffentlicht wurden, keins, und ich wiederhole, kein einziges dieser Videos verdeutlicht auch nur im Geringsten, dass meine Mandantin ein direktes Treffen mit ihren Followern anstrebt oder dem nicht sogar aus dem Wege geht. Der zeitliche Verlauf ihrer Videos beweist, dass grundsätzlich kein Live-Content außerhalb der Instagram-Plattform stattfindet. Meine Mandantin verzichtet bewusst auf solches. Und sie behaupten, und das möchte ich hier nochmal herausstellen, behaupten, dass es so sei. Außerdem möchte ich verdeutlichen, dass auch Sie mir beipflichten werden, es ist durchaus nicht ungewöhnlich, als Person, die im deutschen Sprachraum so aktiv ist und vor allem eine nicht so klein, wie Sie das hier reden möchten, denn YouTube-Kanal mit 232.000 Abonnenten, ein Social-Media-Account auf Twitter mit fast 100.000 Abonnenten, 200.000 Abonnenten direkt noch hinterher, dann auf gut, vielen Instagram. Dank, Herr Stecker. Wir sind hier in der Befragung des Herrn Schultheiß. Wenn Sie keine weiteren Fragen an ihn haben, dann werden wir den Zeugen entlassen. Entschuldigen Sie, ich wollte nur diesen Punkt und diese Mutmaßung einmal verdeutlichen. Die nicht korrekt wiedergegeben wurde, Schultheiß. Aber in the interest of time verzichte ich hier auf einen. Ich denke, die Geschworenen hören vielleicht besser zu. Herr Schultheiß, erstmal vielen Dank, eine sehr ausführliche Zeugenaussage. Das hilft mir enorm weiter. Sie erinnern sich meine Pflicht als Bürger. Absolut, vielen, vielen Dank. Ich möchte als erstes darauf eingehen, Sie beschrieben Ihren Nachbarn durchaus als, Sie sagten, dünne Wände, es kommen schon regelmäßig Partys vor, haben Sie gesagt. Ja. Das würden Sie so unterschreiben, dass das regelmäßig vorkommt? Ja. Okay, und Sie empfinden das schon als störend? Ich fand das schon immer als störend, ja. Okay. Also der wenn es nicht Airbnb war, was ja irgendwie gefühlte alle zwei, drei Tage einfach voll war, die Bude mit irgendwelchen Studenten, die dann irgendwie, wie gesagt, Scooter, gerade Scooter, kann ich nicht haben. Und das wurde komischerweise in dieser Wohnung sehr oft irgendwie gespielt. Das macht mich dann noch fuchsiger, als ich sonst so schon bin, wenn ich irgendwie auf Lautstärke reagiere. Aber das ist ein anderes Thema. War sonst auch, finde ich, Herr Binder, er einer, der schon eher ein lauterer Nachbar ist. Also immer, er hat immer gezockt, er hat immer irgendwie den Fernseher auf sehr laut gehabt. Und also, ich sag mal so, Gott hab ihn selig, aber ist schon ruhiger jetzt. Ja. Hey, und Sie gaben an, dass Sie bis auf zwei Gelegenheiten, wenn ich es richtig verstanden habe, nie in der Wohnung waren. Also noch nie unaufgefordert. Ja. Und ansonsten waren Sie sonst mal in der Wohnung des Angeklagten, des Opfers, Entschuldigung. Na gut, vielleicht vier, fünf Mal so bei der, also in der im Türeingang wegen der Schlüsselübergabe. Also eher im Türeingang. Ja, also nicht wirklich in der Wohnung drin, nee. Und hinter Ihnen sehen Sie die Liste mit der 5 auf dieser Tafel, das Messer, das darauf abgeht. Haben Sie das schon mal gesehen? Kommt Ihnen das bekannt vor in irgendeiner Weise? Ja, das ist das Messer, was in seiner Brust steckte, als ich ihn entdeckte. Okay. Und Sie haben das aber nicht berührt, dieses Messer? Nein, das habe ich nicht berührt. Ich habe nur die Decke berührt. Und ich habe danach bei CSI gesehen, das war falsch. Aber ich habe im Endeffekt... Sie haben die Decke berührt? Ja, ich habe die Decke berührt. Wie lag denn die Decke als Sie reinkamen? Naja, also ich... Berührt heißt nicht bewegt. Vielleicht fühlen Sie, was Sie mit berührt. Ich warte gerade auf die Antwort, aber Sie können auch gerne, Herr Staatsanwalt, sonst. Naja, also ich habe sie nicht quasi von einem haptischen Ort zum anderen, sondern ich habe sie angehoben. Also ich habe, als ich damals an dem Freitag, wo Sie vorhin fragten, als ich leider den Herrn Binder entdeckt habe, was mich ja bis heute, muss ich auch ganz ehrlich sagen, sehr traumatisiert hat. Und ich auch eigentlich mich auch wundere, ob ich nicht mal irgendwas kriege vom Staat irgendwie, weil ich jetzt auch. Haben Sie die Decke bewegt? Ich habe die Decke bewegt, ja. Also Sie, ich sehe es. Also ich habe sie hochgehoben. Sie haben am Tatort etwas berührt. Ich will sie gar nicht. Es war alles voller Blut. Er lag da, alles voller Blut. Und ich meine, es ist ja klar. Ja. Ich muss da hingehen. Absolut. Sie müssen gucken, ob er. Und dann habe ich das hochgehoben und dann steckte dieses Messer. Es war furchtbar, wirklich. Haben Sie sowas schon mal? Es war wirklich. Leider, also zum Glück nur auf Bildern. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wie das für Sie war. In dem Falle wäre für mich durchaus spannend. Wären Sie denn bereit, Fingerabdrücke abzugeben? Ja. Klar. Absolut. Das wäre toll, Herr Richter, könnten wir das vielleicht nach der Fragerunde einleiten? Ja, das wird in die Wege geleitet, wenn die Einverständnis des Herrn Schultheiß vorliegt, dann können Fingerabdrücke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir werden. Da Hauptsache, ich komme halt. Absolut, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir erkennen werden, dass Sie nichts zu tun haben. Ich musste auch. Ja, ja. Irgendwann. Wir sind bald durch. Ja, sind wir durch? Nein. Interessant ist für mich nämlich im Besonderen noch, der Mann, haben Sie gesagt, den Sie erstens gehört haben, kam die zweite Stimme, die Sie eben beschrieben haben, in der Wohnung Ihnen bekannt vor? Nein. Also Sie haben die Stimme vorher noch nie gehört? Naja, also ich muss jetzt, also Sie haben jetzt, ich habe vorhin dem Herrn gesagt, dass ich meine eine zweite Stimme gehört habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine zweite Stimme, aber es hat sich einfach mehr wie ein dreifaches Gemurmel angehört, hauptsächlich hat es angehört, wie zwei Leute streiten sich und das waren hundertprozentig zwei Männer, dafür stehe ich und da diese Aussage tätige ich, aber es gibt einen kleinen Verdacht, dass eventuell eine dritte Person da war, weil ich fand teilweise
hat sich das ein bisschen angehört wie ein kleines bisschen ein Dreiergemurmel. Und die dritte Stimme, könnten Sie das, also hatten Sie das Gefühl, da war eine weibliche Stimme? Das könnte ich Ihnen nicht sagen, nein. Ah, okay. Wenn er den Pizzamann gesehen hat und davor die Gespräche, dann muss es doch jetzt. Haben Sie eine abschließende Frage, ja. Herr Schleicher? Eine abschließende Frage. Ich habe zwei Fragen gestellt. Wir müssen leider langsam den Prozess gut weiterführen. Eine Sekunde, dann muss ich leider ein weiteres Mal filtern, was ich noch an Fragen habe, die jetzt für mich sehr entscheidend sind. Und zwar, ich habe hier von Frau Mende, laut meinen Informationen wurde in Ihrer Aussage ein Schrei erwähnt. Den haben Sie jetzt hier noch gar nicht erwähnt heute. Ich habe keinen Schrei gehört. Sie haben keinen Schrei gehört? Nein. Frau Mende gab da was anderes an, im Vorfeld dieser Verhandlung. Da müssen Sie Frau Mende fragen. Aber das finde ich ganz spannend. Ich würde sehr, sehr gerne hiermit diese Befragung beenden und Frau Mende ein weiteres Mal in diesen Zeugenstand holen. Wir werden die Reihenfolge der Zeugen erstmal nicht unterbrechen. Nach Beendigung aller geladenen Zeugen können Sie die Zeugen erneut hereinrufen. Allerdings würden wir nun die Befragung weiterführen mit Frau Gerner. Herr Richter. Also, Herr Richter, jetzt. Es ja. kann nicht ernst Sie sein. Sie hatten genug Zeit nicht mehr wahr sein, Herr Dr. Fritsche. Sie haben die Wahrheitsfindung dem Es wird unverschämt. Sie hatten mehr als genug Zeit, die Wahrheit zu finden. Wenn Sie das nicht schaffen, dann ist das nicht das Problem des Gerichts. Vielen Dank, Herr Schultheiß, Sie sind damit entlassen. Kann ich jetzt kommen, Ralf? Bitte, Sie bleiben bitte noch im Gerichtssaal, falls Sie noch ein zweites Mal gerufen werden. Bitte begleiten Sie Herrn Schultheiß heraus. Nun kommen wir zur nächsten Zeugin, Frau Gerner. Frau Gerner, bitte. Frau Gerner, nehmen Sie Platz. Frau Gerner, sind Sie sich darüber im Klaren, dass Sie bei einer Falschaussage vor Gericht sich Strafe machen, gemäß § 153 Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren belangt werden können? Sind Sie sich darüber im Klaren? Ja, bin ich. Aber vielen Dank. Herr Oberstaatsanwalt Dr. Fritsche, bitte fassen Sie sich kurz. Ja, Frau Gerner, Sie sind hier, weil Sie als Freundin der Beklagten uns vielleicht ein wenig erhellen können über einen wichtigen Zeitraum. Mhm. Und zwar den Tag der Tat. Wir reden hier vom Donnerstag. Wir wissen ja, Sie waren kurz vorher in den Vereinigten Staaten, haben da ein paar Videos auch gemacht, sind am Morgen des 29. zurückgekommen. Am 28. Am 28. Entschuldigen Sie, am 28. sind Sie morgens zurückgekommen, laut Flugunterlagen um 9.30 Uhr gelandet in Hamburg. Haben sich dann mit Ihrer Freundin getroffen im Laufe des Tages. Ja. Auf jeden Fall, und das steht ja so in den Unterlagen, haben Sie ein Alibi angegeben für die Tatnacht. Wir reden ja von selbiger Nacht, in der am Morgen dann wiederum das Opfer gefunden wurde. Und das Alibi besagt, Sie hätten ein Vlog-Video hochgeladen und besagtes Vlog-Video, entschuldigen Sie gerade, hat Sie zum Bestandteil. Und da wäre natürlich ganz interessant, erstmal reinzuschauen, um vielleicht einfach mal kurz zu gucken, was da überhaupt passiert. Ich glaube, 1000 Worte sind hier weniger wert. Das ist welches Beweisstück? Und bitte die Angabe innerhalb des Videos, wenn Sie den Ausschnitt hier zeigen. Das ist das Beweisstück Nummer 11 und das müsste direkt zu Beginn des Videos sein. Das ist das vorvorletzte Video der Liste, die uns vorliegt. Meine USA-Reise und Hund. Gut. Wir sehen nun das Beweisstück Nummer 11 und Sie möchten den Anfang sehen des Videos, sehe ich das richtig? Ja, genau. Gut, wir sehen den Anfang. Das erste Segment. Des Vlogs aus Hamburg sehen wir nun den Vlog Hamburg, meine USA-Reise. Den Vlog sehen wir jetzt. Bitteschön. Und hier ist er schon. Nina will nicht gefilmt werden, also muss ich jemanden rausreiten. Aber, oh mein Gott, hallo! Oh, wie cool! Oh mein Gott, Bunny! Oh, guck mal. Oh mein Gott, ist der süß. Oh, ist der süß! Oh! Oh mein Gott! Guck mal! Hast du es? Ja, ich hab. Sehr cool. Guck mal hier! Oh mein Gott, Nina, ich glaube, ich liebe den jetzt mehr als dich. Hallo, komm her! Boah, ich bin so müde, aber jetzt bin ich so wach geworden! Komm her! Super! Guck mal, Platz! Ich glaube, ich will auch einen Hund, weil dann kann ich den immer filmen. Dann muss ich nicht immer mich selbst filmen. Genau den. So bescheuert aussehe. Ach, ihr seid auch ein sehr süßes Paar. You know what they say, once you go black. Oh, ich hasse diese ganzen scheiß Anglizismus. Ich habe mich so dran gewöhnt jetzt irgendwie. Ist das nicht schön, jetzt, wenn du wieder da bist, genau diese Überraschung zu haben? Ja, einen kleinen Hund. Hi. Bonnie, Bonnie. Das ist so süß, du kleine Maus, du. Ja.
Ah, aber dieser Park ist auch voll schön. Upsa. Ich hab Hamburg so vermisst, Nina. Fanny, komm her! Ja, ich halte es. Hey, wir hatten als Kind hatten wir auch eine kleine Katze gehabt. Ja. Und dann ist meine Nachbarin draufgetreten. Auf die Katze? Auf die Katze und hat die Wirbelsäule gebrochen und deswegen ist sie für immer klein geblieben. Und deswegen jedes Tier, wenn ich so ein kleines Tier sehe, denke ich immer, ah, drauftreten, dann bleibst du klein. Oh nein! Okay. Cool. Was machen wir jetzt? Wollen wir was essen gehen? Ja, ich will später auf jeden Fall zum, ich will unbedingt meine Farmers zeigen. Hier, Street Festival, Donnerstag. Oh, okay. Ja, da gehe ich auf jeden Fall hin. Ja, das solltest du machen. Ja. Und dann gehen wir jetzt erstmal schön was essen. Ja. Vielen Dank. Es ist ein bisschen lang. Der Staatsanwalt würde uns jetzt erleuchten, warum wir uns diese Unterhaltung hier zugefügt haben. Bitte. Das ist ein Teil eines Videos, was am späten Abend oder beziehungsweise am frühen Morgen des Folgetags um 0:23 dann online gegangen ist. So scheint es zumindest, liebe Frau Zeugin, Frau Gerner. Wann und wo haben Sie sich denn an diesem Tag getroffen oder welcher Tag ist es überhaupt? Das ist der Donnerstag, als sie wiedergekommen ist, also der 28. Mhm. Und es müsste 15 Uhr gewesen sein. Ich hatte Feierabend, ich habe den Hund abgeholt und dann haben wir uns getroffen und haben vielleicht fast eine Stunde Zeit miteinander verbracht. Fast eine Stunde Zeit, also ungefähr bis 16 Uhr waren Sie da zusammen in dem Park. Und danach sind Sie getrennter Wege gegangen? Genau. Das war an dem Tag, weil mein Vater im Moment in meiner Wohnung lebt. Und er dann an dem Tag auch ausgezogen ist. Da hatte ich noch ein bisschen was zu tun. Gut, Sie haben sich dann getrennt. Haben Sie im Laufe des Tages nochmal von der Angeklagten gehört? Wir schreiben immer ab und zu so ein bisschen. Aber es ist nicht wirklich relevantes Zeug. Sie hat mir nur gesagt, wo sie ist und was sie macht. Und dass sie eben immer noch die Vlogs macht. Okay. Das heißt, was hat sie Ihnen an dem Tag geschrieben, wo sie dann so war? Na, das, was sie da auch schon erzählt hat, dass sie dieses Festival gerne besuchen will. Und ja, man sieht im Laufe des Videos auch weiterhin, dass sie auf dem Festival ist. Das ist in St. Pauli da, das Spielbudenplatz, das Food Festival besucht. Und am Ende des Videos das müssen wir uns, glaube ich, nicht anschauen. Da sind wir uns ja einig, Entschuldigung. Wollen wir uns anschauen? Ich würde das Ende sehr, sehr gerne sogar sehen, denn das Ende ist ja zeitlich doch ganz interessant. Da es sich um das gleiche Beweisstück handelt, können wir hier gerne noch mal reinschauen. Haben Sie denn eine Zeit? Ja, das gleicher, müsste, wobei meine Zeit leider nicht passte. Ich gehe mal davon aus, es ist ungefähr bei 6 Minuten. Ja, ich hoffe, uns bleibt es diesmal erspart. Allzu lange. Ich kann Ihnen sonst gerne sagen, wann wir ein wenig springen können. Ja, gut. Dann sehen wir jetzt in dasselbe Beweisstück nochmal, der Vlog aus Hamburg, diesmal aber das Ende. Oh nee, das ist wesentlich weiter. Das ist in der Mitte, das ist der Spielplatz. Habe ich auch kein Geld mehr, ich muss ehrlich sagen. Wir können kurz vor das Ende springen, dann ersparen wir uns. Aber hier haben wir nochmal den Beweis, dass meine Mandantin an diesem Tag wirklich in Hamburg auf dem Food Festival war. Weiter vor das Ende bitte noch kürzer. Es ist schon nach hier, können wir einmal anmachen. Sehr, sehr spannend, da können wir einmal schalten, laufen lassen. Ich weiß, auf der Kamera überträgt sich das alles nicht, aber es ist... Es ist wunderschön und ich bin froh, diesen wunderschönen Tag gehabt zu haben. Wenn ich mir vorstelle, vor ein paar Tagen war ich noch in Hamilton in New York. Oh, das kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Und jetzt bin ich hier in meiner Hamburg und habe heute die Nina wieder getroffen und ihren unfassbar süßen Hund Bonnie. Ich habe sogar... Ich bin so nett. Guckt euch das mal an. Hier stoppen wir bitte einmal. Die Uhrzeit und das Datum sind ja doch recht spannend. Die sind recht spannend, aber bitte führen Sie doch weiter aus, was denn genau spannend wollte an dieser Datum und der Uhrzeit stehen, ist. Aber sehr gerne. Wir sehen hier auf dem Bildschirm, dass es 23.36 Uhr ist oder 35 ist. Im Laufe des Videos zeigt sie das Handy mehrfach und weiterhin orientiert sich auch die Zeit nach hinten. Außerdem sehen wir den Hund, der am selben Tag getroffen wurde, was meiner Meinung nach ein eindeutiger Beweis dafür ist, dass am Tattag zur vermeintlichen Tatzeit meine Mandantin in Hamburg und nicht in Köln gewesen sein kann. Wir sitzen hier vor dem eindeutigen Beweis für die Unschuld meiner Mandantin. Ja. Darüber lässt sich natürlich geflissentlich streiten. Da bin ich gespannt, wie Sie da streiten. Nein, ja, Sie haben Zeit, ist Ihre Redezeit. Uhrzeit, ich meine, wir alle wissen natürlich, dass sich Uhrzeiten und Daten durchaus manipulieren lassen und händisch einstellen lassen. Wo haben Sie diese Information her? Also ich hätte keine Quelle. Besitzen Sie ein Smartphone?
In der Tat, ja. Ja, und dass man da durchaus auch eine manuelle Uhrzeit... Ist mir Uhrzeit neu, also ich hätte gerne einen Beweis dafür. Ach so, also Sie haben ein Gerät, Richter, bei dem ich fordere, also kann ich den Staatsanwalt auffordern, einen Beweis für diese Behauptung zum technischen... Rufen Hintergrund. Wir doch einfach... Er ist ja kein Techniker, rufen Sie jemanden an. Ich kenne da einen Handyladen, die sind absolute Experten, die kennen sich mit vielen Modellen aus. Das wäre für mich sehr spannend, auch zu fragen, wie viel technische... Gut, fragen wir die Frage. So. Ja, es geht ja, ich glaube, um eine verhältnismäßig... Herr Oberstaatsanwalt Dr. Frische, ja. Sie können gerne einen externen Zeugen zu Rate ziehen, wenn Sie das möchten. Gut, eine kurze Anmerkung, bevor das Gespräch stattfindet. Wir sehen auf dem Screenshot eindeutig, dass eine Internetverbindung hergestellt ist. Es wäre für mich sehr spannend, einmal zu hören, wie es möglich ist, dass bei laufender Internetverbindung mit Laienwissen, ich will meine Mandantin hier natürlich nicht so nach Laienwissen durchführen. Ja, das machen wir gerne. Ich erinnere mich zum Beispiel bei Geräten, die ich habe selber, dass es da durchaus mal die Möglichkeit gibt, Datum und Uhrzeit automatisch ausstellen, ja, anzuwählen, unabhängig von einer Internetverbindung. Ich rufe die Jungs von Check My Phone an, die sind, mit denen habe ich in der Vergangenheit schon mehrfach zu tun gehabt, die kennen sich mit vielen Geräten aus und werden diese Frage vielleicht beantworten können, wenn sie denn so relevant erscheint. Check my phone! Smartphone Doktors hier. Ja, schönen guten Tag. Hier Dr. Fritsche. Hallo. Moin. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon häufiger mal das Vergnügen. Ich sitze hier gerade mit in einer Verhandlung und es gilt, eine verhältnismäßig leichte Frage zu klären. Vielleicht können Sie uns hier erhellen. Und zwar die Frage, die sich hier stellt, ist es möglich bei modernen Smartphones, ich kann nicht genau sehen, ich glaube, wir haben hier ein iPhone, welches Modell kann ich nicht sagen, ist es möglich bei Telefonen dieses Typs Datum und Uhrzeit manuell einzustellen und selbige nicht über das Internet abzufragen, soll heißen, dass sie wirklich tatsächlich immer das anzeigen, was gerade wirklich Datum und Uhrzeit ist. Internetverbindung. Haben Sie ein Modell für mich? Ich kann Ihnen das nicht so genau sagen. Vielleicht mögen Sie da, Frau Handfelden, kurz sagen, was Sie haben. Es ist ein iPhone. Es ist iPhone 6 Plus. Ein iPhone 6 Plus. Junge, Junge, Junge. Okay, also iPhone 6. Ich guck mal ganz kurz in meinen Unterlagen. iPhone 6 Plus. Solche Anfragen passieren natürlich öfter. Das ist überhaupt kein Problem, dass man auch mit Internetverbindungen das einfach einstellt, wie man will. Also halten wir fest, die Datum und Uhrzeit haben nichts mit einer aktiven Verbindung zu tun und können jederzeit auch mit Laienwissen eingestellt werden, so wie man es möchte. Laienwissen, dies, das, also ich, ja, also muss ich nur ein bisschen informieren, dann ist das auch gut. Kein Problem. Wunderbar, das hat an dieser Stelle schon gereicht. Ich danke sehr dafür und ja, wünsche euch noch gute Geschäfte. Yo, check my phone. Ciao. Ja, machen wir. Bis dahin. Tschüss. Sie noch kurz darauf hinweisen, dass Frau Hanfelden ja im Laufe des Prozesses selbst noch im Zeugenstand Platz nehmen wird. Haben Sie denn, wir haben das jetzt alles zur Rechnung genommen. Was Darf ich eine haben, kurze Folge haben Sie denn noch weitere sehr Fragen ist? An Frau ja, Gerner an der Stelle? Ansonsten können wir die Zeugin entlassen. Wir haben in dem Video ein sehr freundschaftliches Verhältnis gesehen. Beschreiben Sie das doch vielleicht mal außerhalb des Videos. Wie stehen Sie zu der Beklagten? Sehr gut. Wir kennen uns schon fast, also mein ganzes Leben kenne ich sie schon. Wir haben uns in der Schulzeit kennengelernt, haben eigentlich alles Mögliche zusammen durchgemacht und ich kenne sie genug, um zu wissen, dass sie einfach ein viel zu guter Mensch ist, um irgendwas Schlimmes zu tun. Um irgendetwas Schlimmes zu tun? Für das, für was sie hier vor Gericht steht. Okay, also Sie sagen an dieser Stelle, Sie können sich nicht vorstellen, nein, dass die Mandantin in der Lage wäre, jemanden zu töten. Auf gar keinen Fall. Ja, das ist natürlich interessant. Sie sind jetzt gute Freundinnen. Das heißt, wie gut kennen Sie sich? Wie gut stehen Sie alltäglich im Kontakt? Wie viel wissen Sie voneinander? Auch was das Private angeht, sehr viel. Ja, sie hält mich halt regelmäßig auf dem Laufenden. Ich habe ein bisschen das ruhigere Leben und genieße es immer von ihr zu hören, von ihren Trips und so. Und wie gesagt, wir kennen uns seit der Schulzeit. Und selbst wenn wir jetzt eine Woche nichts voneinander hören, wenn wir uns nächsten Tag dann wieder sehen, ist es so, als hätten wir uns gestern erst gesehen. Und ja. Kennen Sie... Das Problem ist, würde jetzt sehr weit führen. Ich habe durchaus Grund zur Vermutung, dass die Frau Hanfelden in der Vergangenheit, wir haben noch gar nicht über das Thema Männergeschichten gesprochen und sowas, durchaus, ja, sagen wir mal, von spannenden Beziehungen geprägt ist. Das geht auch aus den Vlog-Videos teilweise hervor. Können Sie uns sagen, ob sich Frau Hanfelden aktuell in einer Beziehung befindet? Es ist bei ihr immer alles so ein bisschen schwierig gewesen mit den Beziehungen, aber eigentlich... eigentlich so richtig den richtigen gefunden, würde ich sagen, nicht. Was heißt eigentlich schwierig? Naja, es waren immer nicht die richtigen Beziehungen. Und wir haben viele Gespräche darüber geführt, aber es ist nichts, was unnormal wäre. Und das ist alles sehr, sehr schwammig. Einspruch, Euer Ehren. Wir hören uns jetzt seit 5 Minuten Belanglosigkeiten an. Nein, ja. Es ist sehr, sehr relevant. Gut. Worauf möchten Sie hinaus? Ja. Gibt es einen Punkt? Hat sie nicht die richtigen Männer getroffen? Sind es die Beziehung...
Haben ein Problem, es ist die gleiche Frage umformuliert. Okay. Formulieren Sie eine konkrete Frage. Ich formuliere die Frage so. Würden Sie sagen, dass durch die Art und Weise, durch das Verhalten, durch Geschichten, die Sie vielleicht kennen von Frau Hanfelden, die stehen sich sehr nahe, die Beziehungen zu Männern von ihr aus auch durchaus schwierig gemacht werden? Oder würden Sie sagen, lassen Sie die Zeugin antworten, das ist eine konkrete Frage, lassen Sie die Zeugin antworten. Sie kennen sich gut aus. Lassen Sie die Zeugin antworten. Oder liegen Ihrer Interpretation nach die Probleme eher auf Seiten der Männer in den Beziehungen? Das ist ein bisschen schwierig zu behaupten, weil es alles unterschiedliche Charaktere sind, die da aufeinandertreffen. Ja, sie hat ja durchaus schon mal Männer betrogen, zum Beispiel in der Vergangenheit. Ja, aber das ist... Naja, ein Kuss, wenn wir in das Video springen. Eine Frage noch, Herr Dr. Fritsche. Noch eine von den drei. Ja, ich denke, das Problem ist, wir wissen sehr wenig über Frau Hanfelden, über sie selbst, was sie macht, wie sie ist, wie sie tickt. Wir haben in ihren Vlogs sehr, sehr viele interessante Einblicke in das Leben. Ja. Also, meine Mandantin sitzt hier am Zeugen, hier wird nur spekuliert und Rufmord betrieben, ist einfach schwach. Sie haben eine Frage gestellt, Sie haben Ihre Antwort bekommen. Herr Schleicher, Sie können Ihre Frage weiterstellen. Ja, zunächst mal möchte ich leider ein kurzes, und zwar einen wichtigen weiteren Moment auf das Video eingehen, von dem der Staatsanwalt das Ende bewusstermaßen verschweigen wollte. Denn es mag ja sein, dass man die Uhrzeit anpassen kann, doch wie kommt denn, und hier kommt die Frage, Frau Gerner, das ist doch Ihr Hund in diesem Foto. Ja, und das Datum ist das... Also es ist der gleiche Tag, an dem ich ihn abgeholt habe. Wovon ich ausgehe, ist, dass der Staatsanwalt eben mal eben so aus dem Handwisch versuchen wollte, den Hauptbeweis dafür, dass meine Mandantin nicht am Tatort gewesen sein kann, so von der Tischkante zu wischen mit, die Uhrzeit kann ja geändert sein. Ich nehme an, Sie implizieren damit, dass dieses Video gefaked ist. Wollen Sie diese Frage mir stellen? Oder, das ist eine Frage auf die, als Schlussfrage, denn ich frage die Mandantin hier nicht. Sie hat gerade gesagt, dass das ein Hund ist, der Ihr Hund ist auf diesem Bild. Ja, das Spannende daran ist, dass Ihre gesamte Beweislast darauf fußt, dass wir ein Bild sehen, wir verschwenden unsere Zeit, wir gehen weiter wieder zu der Übergabe. Darf ich die Frage vielleicht beantworten? Die Frage, Sie wurde mir sehr konkret gestellt. Gehen Sie darauf ein, kurz. Gut. Entschuldigen Sie. Eine lebenslange Freundschaft, die Sie gerade beschrieben haben. Sie kennen sich gut, Sie treffen sich regelmäßig. Da möchte ich an dieser Stelle nur einfach, ich will Ihre Kredibilität nicht anzweifeln. Er formuliert eine Frage, euer Ehren. Ich möchte Sie nicht anzweifeln, allerdings, es scheint für mich nicht im Bereich des Unmöglichen zu sein, ein Bild als Teil eines Planens, der von langer Hand gefasst wurde, umzusetzen in einem Video, dessen einzige Alibikraft, die Sie gerade gestellt haben, in dem Foto selbst liegt und in dem Ablaufzeitraum. Haben wir verstanden. Wann haben Sie diesen Hund bekommen? Am 28. An dem Tag? An dem Tag. Das ist ja spannend. Ja, es ist derselbe Tag, weil mein Vater hat eine Hundeallergie und der wohnt im Moment in meiner Wohnung, weil er einen Bandscheibenvorfall hat und ich in einem Erdgeschoss wohne. Und wir hatten dann ausgemacht, dadurch, dass er eine Hundeallergie hat, würde ich den Hund erst natürlich nach dem Umzug zu mir holen, aus dem Tierheim. Damit er wieder zurück in seine Wohnung gehen kann. Entschuldigen Sie. Ich habe weitere Fragen. Er hat seine Fragen gestellt. Sie haben die Fragen meine gestellt. Redezeit beträgt mittlerweile 10% von der Staatsanwalt. Stellen Sie Ihre Frage. So, meine Frage war, ob Sie diesen Hund, die haben Sie ja mit Ja beantwortet vorher. Vielen, vielen Dank dafür. Sie haben den Hund an diesem Tag bekommen. Genau. Und Sie haben Sie haben eben gesagt, 15 Uhr meine Mandantin getroffen. Sie haben dann den Hund das erste Mal meiner Mandantin vorgestellt. Genau. Und so gegen 16 Uhr haben Sie einander dann verlassen? Ja. Vielen Dank. Damit sind meine Fragen im Grunde beantwortet. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerner, Sie sind entlassen. Sie können wieder zurückkehren. Herr Ofnowski, begleiten Sie die Zeugin bitte. Dann kommen wir nun als nächsten Zeugen zu Herrn Kieslich, dem Pizzaboten. Davor werden wir allerdings noch kurz in eine Verhandlungspause gehen und dann wird die Verhandlung direkt weitergesetzt. Bis gleich. Die Verhandlung wird wieder aufgenommen. Ich bitte den Gerichtsdiener nun, den Zeugen Herrn Kieslich in den Zeugenstand zu rufen. Herr Kieslich, der als Pizzabote arbeitet. Bitte, vielen Dank. Kieslich, bitte nehmen Sie Platz. Ja, Herr Kieslich, das ist aber sehr höflich. Da sind Sie der Erste heute hier. Bitte setzen Sie sich. Herr Kieslich, sind Sie sich darüber im Klaren, dass Sie bei einer Falschaussage vor Gericht sich Strafe machen gemäß § 153 Strafgesetzbuch und mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren beahndet werden können? Fünf Jahre? Sind Sie sich darüber im Klaren? Ja. Gut, Herr Dr. Fritsche, bitte halten Sie sich diesmal kurz. Herr Kieslich, schön, dass Sie hier sind. Sie arbeiten als Pizzalieferant. Entschuldigung, ich müsste Sie einmal kurz anhalten. Auch Herrn Kieslich möchte ich darauf hinweisen, dass wir vor Gericht natürlich keine Kopfbedeckungen tolerieren. Ich bitte Sie, sie abzunehmen.
Entschuldigen Sie bitte, Herr Dr. Fritsch, ja. Fahren Sie fort. Gerne. Herr Kießlich, um es ein wenig abzukürzen an dieser Stelle, stelle ich Ihnen konkret die Frage. Mhm. Haben Sie am Abend des 29. gegen 22 Uhr eine Pizza in Ihrem Job als Pizzalieferant ausgeliefert? Ja. Ja. An den Herrn Binder in der Lützenowstraße? Ja. Als ganz reguläre Lieferung, wie Sie das jeden Tag machen, Sie werden irgendwie hinbestellt, fahren dahin, liefern Ihre Pizza ab? Ja, das ist korrekt. Der Richard ist Stammkunde. Aha, also Sie kennen den Richard, Sie nennen ihn beim Namen, Sie haben nicht zum ersten Mal dahin geliefert. Ja, er ist Stammkunde. Okay. Vielleicht können wir noch einmal ganz kurz, um vielleicht ein bisschen Klarheit in das Video reinzubringen, können wir noch einmal kurz das Überwachungsvideo nur sehen, den Anfang davon. Was für ein Video? Das ist welches Beweisstück? Das ist das Beweisstück, wir hatten es bereits, das ist Überwachungsvideo ist Beweisstück Nummer 6. Dann Beweisstück Nummer 6, bitte der Monitor. So, hier beginnt das Video. Es ist gegen 22 Uhr. Hier sieht man möglicherweise einen Pizzalieferanten. Würden Sie jetzt sagen, ja, das bin ich, da erkenne ich mich selber drauf. Ich glaube, das bin ich, ja. Hm? Das können Sie sagen. Ich glaube, das bin ich. Ja, wunderbar. Und? Ich glaube, das bin ich. Ungefähr 20 Minuten später verlassen Sie die Wohnung wieder. Man sieht nichts ungewöhnlich, Sie gehen ganz regulär und gehen weg. Also, Sie waren nicht zum ersten Mal da. Ja. Jetzt ist es natürlich interessant, Sie liefern Pizza aus, da ist Zeit Geld. Jetzt sehen wir auf dem Video, Sie haben ungefähr 20 Minuten in der Wohnung des Opfers verbracht. Können Sie uns vielleicht erklären, was denn da so lange gedauert hat? Ja, das gab Missverständnisse zwischen, also der Richard, die Pizza war nicht geschnitten und der Richard, der ist immer ein bisschen, und dann wollte, dass ich die Pizza schneide und das ist aber nicht mein Job. Ich liefere die Pizza aus. Ja. Ich bin Lieferant, ich bin kein Koch oder so, ja. Das heißt, Sie haben 20 Minuten damit zugebracht, sich darüber zu verständigen, ob es Ihr Job sei, die Pizza zu schneiden. Ja, so ungefähr. Ich komme da halt an und dann, der macht die Pizza auf und sieht direkt, die ist nicht geschnitten und ist total aufgebracht irgendwie und fängt dann an, mit mir zu diskutieren, dass ich die Pizza schneiden soll und ich habe halt gesagt, dass es nicht mein Job ist. So, und dann ging das halt eine Weile und dann irgendwann habe ich aus Kulanz ihm die Pizza geschnitten. Sie haben die Pizza geschnitten? Ja. Nach 20 Minuten, es ist laut geworden, es wurde ja auch bestätigt, dass man einen Tumult in dem Zeitpunkt gehört hat, das hat der Nachbar ja bestätigt. Und dann haben Sie die Pizza geschnitten und dann? Ja, dann hat er mir nicht mal Trinkgeld gegeben und dann bin ich abgehauen. Waren Sie erbost darüber? Ja, natürlich bin ich in so einer Situation erbost. Also erstmal ist Trinkgeld mein Lohn, das ist einkalkuliert. Und dann habe ich da irgendwie so viel Zeit verloren, ich muss ja auch noch andere Sachen austragen. Und ich fand es auch eine Unverschämtheit. Haben sich noch weitere Pizzen in dem Lieferkarton befunden? Nein. Das war die letzte Lieferung oder die einzige zu dem Zeitpunkt. Ja. Jetzt hat der Herr, vielleicht können Sie da ein bisschen Aufklärung reinbringen, der Herr Schultheiß, der Nachbar, hat beobachtet, wie Sie die Wohnung verlassen hatten, zu der besagten Zeit, die Sie ja auch genannt haben, die wir gesehen haben, dass Sie den Pizzakarton oder die Umverpackung sehr vorsichtig getragen hätten. Auffällig vorsichtig. Da war jetzt nichts drin. Können Sie uns da vielleicht erhellen? Ich weiß nicht, was der Mann meint. Also, das sehen Sie ja in dem Video. Ich trage die immer so. Also ja. Das ist man, natürlich ist man vorsichtig, wenn da was drin ist irgendwie. Ich weiß, entschuldigen Sie, ich weiß nicht, was Sie mit vorsichtig meinen. Ja, also nein, ich möchte nur Ihren Job verstehen. Sie nehmen das ernst. Sie wollen natürlich auch keine verschütteten Pizzen haben. Also Sie wissen, wie man so einen Karton trägt. Das ist einfach so drin in Ihnen. Ich meine, dass Sie den vorsichtig runtertragen, hochtragen, ob jetzt was drin ist. Sie machen den Job ja schon länger. Ja. Okay. Wunderbar. Sie haben die Wohnung verlassen. Sie haben die Pizza geschnitten und danach sind Sie weiter auf Tour gegangen, haben weiter gearbeitet oder hatten Sie das Schichtende? Ja, ich habe eigentlich immer noch bis 24 Uhr Schicht. Okay. Aber ich hatte keine Lieferung mehr an dem Tag. Vielleicht können wir noch einmal kurz auf das Messer schauen. Sie sehen den Griff da hinten. An diesem Messer befinden sich ja auch Ihre Fingerabdrücke. Damit habe ich die Pizza geschnitten. Damit haben Sie die Pizza geschnitten. Ja. Das wissen Sie ganz genau. Ja, das muss das Messer sein. Also ich denke, das war das Messer, ja. Das Messer war, Sie haben ein sauberes Messer bekommen, Sie haben damit die Pizza geschnitten. Und was haben Sie dann mit dem Messer gemacht? Ich habe es da auf dem Tisch liegen lassen, wo ich die Pizza geschnitten habe. Also wenn er jetzt von mir verlangt hätte, dass ich das auch noch wieder sauber mache, der... Sie sind noch sehr aufgebracht. Ja, weil
ich jetzt hier vor Gericht sitze und ich weiß überhaupt nicht richtig, warum. Nein, Sie sind auch nicht angeklagt. Wir müssen nur diesen Tathergang, wir müssen ja einige zeitliche Fragen, ein paar Missverständnisse klären, um einfach, niemand von uns war dabei, um einfach zu klären, was an diesem Abend passiert ist. Ja, die Missverständnisse sind jetzt geklärt worden. Haben Sie noch eine konkrete Frage? Sie haben die Wohnung verlassen und haben weiter gearbeitet. Wie lange haben Sie ungefähr gearbeitet? Ja, ungefähr bis 24 Uhr geht meine Schicht immer. Ungefähr bis 24 Uhr und dann sind Sie nach Hause gegangen. Ja. Worauf wollen Sie hinaus, Herr Dr. Fritsch? Nächste Frage, wann hat die Polizei sich bei Ihnen gemeldet? Die nächste, letzte Frage, Herr Staatsanwalt. Ich glaube, das war irgendwann am 5. oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann, da kam halt ein Schreiben mit irgendwie eine Vorladung halt und Ungefähr am 5., okay. Aber das muss doch das Hohe Gericht auch wissen, wann das Schreiben an mich rausgegangen ist. Gut, das können Sie auch gerne in den Akten nachlesen, Herr Dr. Fritsche, was tut das zum Fall dazu? Es interessiert mich nur, wann haben Sie denn persönlich davon erfahren, dass das Unglück passiert ist? Das ist die letzte Frage, die ich jetzt einmal gerne stellen würde. Sie wurden am 5. geladen, am 29. ist das Verbrechen passiert in der Nacht. Wann haben Sie selber davon mitbekommen? Ich meine, Sie sagten ja gerade, Sie haben nicht zum ersten Mal geliefert. Sowas spricht sich ja wahrscheinlich rum. Am nächsten Tag, ja. Am nächsten Tag bei der Arbeit. Und was haben Sie da gedacht? Ja, also, was waren Ihre Gefühle? Also ich mochte ihn jetzt nicht besonders. Das ist aber die vierte, letzte Frage, die nach den Gefühlen des Zeugen fragt. Beantworten Sie kurz mit einem Wort, was Ihre Gefühle waren. Ja, das kann ich, Herr Richter, das kann ich nicht mit einem Wort beschreiben. Wie soll ich? Gut, gemischte Gefühle. Vielen Dank, Herr Dr. Fritsche. Dann kommen wir zu Herrn Dr. Herr Schleicher. Entschuldigung. Dann zunächst mal die Frage. Sie haben eben gesagt, Sie tragen natürlich den Karton sehr vorsichtig, in dem die Pizzen sind, wenn etwas drin ist. Ja, Ihre Worte. Ich bin auch Boxer. Und da beim Boxen gibt es auch sowas wie Muskelgedächtnis. Da machen Sie Sachen, weil Sie sie immer wiederholen. Also wenn was drin ist, ist für mich nicht wiederholt. Das ist, wenn was drin ist. Und das ist natürlich spannend, da Sie ja direkt danach gesagt haben, Sie haben gar keine Lieferung mehr an dem Tag gehabt. Ja, und ich verstehe jetzt Ihre Frage nicht, weil der Nachbar gesagt hat, dass ich das vorsichtig getragen habe. Ja, doch, doch. Was ist, Eben haben Sie bestätigt, dass Sie das auch vorsichtig tragen. Ja, weil ich trage die immer so. Das ist irgendwie so ein Spleen von mir. Und ist Teil dieses Spleens, dass Sie so laut werden wie in der besagten Nacht Ihren Kunden gegenüber? Also, erstmal, er ist mir gegenüber laut geworden, weil die Pizza nicht geschnitten war. Mhm. Das ist halt ein Choleriker. Und Choleriker, wenn Sie denn so wie jetzt gerade oder so wie in der Nacht auch wütend werden, dann kommt das auch mal vor, dass sich Ihr Boxhobby dann. Dass es hervorkommt. Also, sorry, das verbitte ich mir, Herr Richter. Das ist. Naja, also erstmal, danke, noch habe ich es nicht geschafft, aber ich bin. Nein, ich meinte auch den werten Herrn Richter. Es geht hier um, worauf ich hinaus will, sehr geehrte Anwesende und sehr geehrter Chat, eine Vorstrafe wegen Körperverletzung am 2015 wegen einer Schlägerei. Was ist denn da vorgefallen? Naja, das war an der Uni. Da habe ich noch studiert. Ich habe BWL studiert an der Uni in Köln und da gab es diese Geschichte mit diesem Typen und wir haben uns halt gestritten. So. Und dann haben wir uns halt geprügelt. Und, Das ist für Sie eine logische Herleitung. Man streitet sich, man prügelt sich, rammt jemand Messer in den Brustkorb. Das ist halt einmal. Also jetzt. Also hier muss ich vielleicht auch mal ins Land hier bitte eingreifen. Hier wird eine Jugendsünde wird versucht zu einer Lebens. Sparen sich die Spekulation, tut mir leid, um den Zeugen zu befragen. Gut, dann formuliere ich die Frage neu. Sie haben an diesem Tag sind Sie nicht handgreiflich geworden, dem Opfer gegenüber. Natürlich nicht. Sie haben das Messer nur genutzt, um Pizza zu schneiden. Ja, selbstverständlich. Und warum sind Sie dann so vorsichtig, wie beschrieben wurde, aus dieser Wohnung gegangen? Und 20 Minuten in Ihrem Beruf, das ist eine Menge Zeit, würden Sie mir da recht geben? Ja, natürlich ist das eine Menge Zeit, ja. Deswegen habe ich mich auch so geärgert. Mhm. Und wenn Sie jetzt 20 Minuten eher rausgekommen wären, wie spät wäre es dann gewesen? Ja, dann muss es irgendwann kurz nach 10 gewesen sein. Kurz nach 10. Und normalerweise haben Sie bis 24 Uhr. Ja. Aber Sie hatten es nicht eilig, weil an dem Tag hatten Sie eher frei, verstehe ich es richtig? Nein, ich habe bis 24 Uhr gearbeitet, es kam aber keine Lieferung mehr für mich. Also saßen Sie bis 24 Uhr? Wie ich saß, in meinem Pizzaladen meinen Sie, oder? Sind Sie wieder im Pizzaladen angekommen? Ja gut, der Weg ungefähr, ich bin dann ins Auto gegangen und dann bin ich da hingefahren, das sind vielleicht 5 Minuten, um die Uhrzeit ist wenig Verkehr. Dann war, wenn das 20 nach offenbar gewesen ist, dann war ich vielleicht kurz vor halb wieder da. Mhm. Und waren Sie da noch wütend? Ja, ich habe mich dann mit meinen Kollegen unterhalten und ein bisschen abreagiert. Die kennen den ja auch, den Richard, und die wissen auch, was das für ein Typ ist. Und dann habe ich mich ein bisschen, habe ich das ein bisschen rausgelassen und dann war auch wieder okay. Mhm. Und der Zeuge Schultheiß hat auch angegeben, dass Sie irgendetwas an Ihrer Hand hatten an dem Abend. Wie, ich hatte was an der Hand? Ich weiß es nicht. Ich gebe nur wieder, was der Zeuge gesagt hat. Vielleicht können Sie mir sagen, was das war oder was das eventuell nicht war. Ich weiß nicht, was der meint. Mhm. Also vielleicht vom Pizzaschneiden, dass ich irgendwie ein bisschen
bisschen irgendwie Tomatensaft oder Fett oder so an der Hand hatte. Das weiß ich. Ich weiß ja nicht, was der meint. Was ist denn Ihr Gesamteindruck, was Sie für ein Angestellter in Ihrem Betrieb sind? Würden Ihre Kunden Sie jetzt als freundlichen Charakter beschreiben oder eher als aufbrausenden Charakter? Naja, natürlich versuche ich so freundlich wie möglich zu meinen Kunden zu sein. Es geht mir auch ums Trinkgeld. Ist das so in der Regel? So 20 Minuten streiten und Handgemenge freundlich oder ist das allgemein freundlich? Also, das ist ja, der Richard ist ein Stammkunde bei uns. Und der hat sich leider. Ja, ein Stammkunde, mit dem sich 20 Minuten anschreien. Ja, weil er sich daneben benommen hat. Weil so, und ich musste ja aber trotzdem, er wollte mir das Geld nicht geben. Ich konnte doch nicht ohne das Geld abhauen. 8,50 Euro hatte die Pizza, das war eine Pizza Fungi. 8,50 Euro kostet die. Und er hat gesagt, er gibt mir das Geld nicht, bevor ich die Pizza nicht geschnitten habe. Wenn ich da jetzt einfach gegangen wäre, hätte ich meinem Chef gesagt, der hat nicht bezahlt. Was meinen Sie, was mein Chef mit mir macht? Vermutlich das gleiche wie Sie 2015. Und damit habe ich keine weiteren Fragen. Vielen Gut, keine weiteren Fragen. Damit ist der Herr Zeuge, Herr Kießlich, entlassen. Vielen Dank, Sie können sich zurückziehen. Wir haben jetzt noch eine kleine Intervention. Und zwar würde ich ganz kurz bitten, die Frau Mende, die kurz außerordentlich noch mal eine Sekunde Platz nehmen möchte, hier die Frau Mende, im bitte. Zeugenstand. Denn sie kehrt zurück mit dem Ergebnis der Fingerabdrucksanalyse. Herr Uwe Schultheiß, der Nachbar, hat mittlerweile seine Fingerabdrücke gegeben und sie wurden verglichen mit den Fingerabdrücken. Frau Mende, Sie sind nur eben hier, um die Ergebnisse zu präsentieren. Frau Mende, haben Sie fachgerecht die Fingerabdrücke von Herrn Schultheiß entnommen? Ja, das haben wir getan. Und Sie haben eine Gegenüberstellung der auf dem Messer gefundenen Fingerabdrücke und der eben von Herrn Schultheiß entnommenen Fingerabdrücke durchgeführt. Das ist korrekt. Was war das Ergebnis dieser Analyse? Die Fingerabdrücke von Herrn Schultheiß sind nicht identisch mit den beiden unbekannten Fingerabdrücken. Wunderbar, vielen Dank. Keine weiteren Fragen, damit sind Sie somit entlassen. Nein, nun kommt als nächste und letzte Zeugin die Angeklagte Frau Hanfelden in den Zeugenstand. Frau Hanfelden, ich möchte Sie bitten, Platz zu nehmen. Frau Hanfelden, da Sie ja hier die Angeklagte sind, haben Sie zu jeder Gelegenheit die Möglichkeit, die Aussage zu verweigern, wenn Sie sich mit der wahrheitsgemäßen Aussage davon selbst belasten würden. Ist Ihnen das klar? Ja. Gut, dann, Herr Dr. Fritsche, beginnen Sie. Frau Hanfelden, ich weiß, es ist für Sie auch eine anstrengende und mitreißende Situation, in der Sie sich befinden. Ihnen wird Mord vorgeworfen. Ja. Wahrlich kein Pappenstiel. Wir haben viel über Menschen geredet, die mit Ihnen Kontakt hatten, die in der Mordnacht zugegen waren. Über Sie selbst haben wir eigentlich relativ wenig erfahren heute im Laufe des Abends. Sie sind bekannt als Follow Francie. Sie machen Vlogs. Wir haben Ihre Liste vorliegen, was Sie so machen. Erzählen Sie uns doch ein bisschen, wie Sie dazu gekommen sind und was Sie daran reizt, Vlogs zu machen. Also ich habe angefangen 2015, nachdem ich mein Studium abgebrochen hatte. Und ich habe mit dem Reiseblog angefangen und das hat mir irgendwie einfach nur Spaß gemacht. Ich habe früher auch immer sehr viel YouTube geguckt und ich habe so gemerkt, dass das irgendwie gut ankam. Ich wurde dann irgendwie schnell als Anekdoten-Franzi bezeichnet und ja, und seitdem mache ich das. Ich habe meistens Reisevlogs, aber durchaus, wenn mir irgendwie was Witziges einfällt oder beziehungsweise wenn ich was beobachte, dann mache ich das oder ja. Das heißt, und, Entschuldigung, ja. Nee. Und so weiter. Entschuldigung, ich bin etwas nervös. Das kann ich gut verstehen. Ja, Reisevlogs und Sie haben gesagt Anekdoten, Franzi. Das heißt, Sie machen so ein bisschen das, würden Sie sagen, Ihre Arbeit ist eher spontan oder geplant? Kommt drauf an. Also wenn ich jetzt weiß, ich fahre nach Barcelona mit Mr. Wiesel, dann würde ich das schon mal planen. Dann weiß ich ungefähr, okay, wir werden da und da hingehen. Aber andererseits manchmal mache ich das eher spontan, wenn ich sozusagen etwas lese und zum Beispiel das mit der Mango, dann mache ich das dann einfach mal so. Also machen Sie sich da manchmal dann auch nicht, man sieht eine junge Frau, die einfach so ein bisschen Spaß hat, die Geschichten erzählt und so ein bisschen. Also ich glaube auch das, was meine Follower mögen, ist, dass ich halt irgendwie einfach nur drauf losrede und ich da manchmal auch gar nicht mehr so richtig drauf achte, was rauskommt. Und ich glaube, das ist das, was meine Follower mögen, mag und ja. Sie erzählen ja auch viele Geschichten aus Ihrem Leben. Wir haben diverse Vlogs vorliegen, in denen Sie aus der Vergangenheit berichten, Erfahrungen und Anekdoten aus Ihrem Leben erzählen. Sind das Dinge, die Sie wirklich erlebt haben? Oder ist das auch einfach mal so aus dem Bauch heraus? Nee, meistens, was ich erlebt habe, manchmal noch mal ein bisschen verdreht, aber eigentlich alles richtig.
Alles, also alles, sie denken sich eigentlich in der Regel nicht irgendwelche Dinge aus, nee, um zu unterhalten. Nee, aber manchmal, wenn ich Anekdoten aus der Vergangenheit erzähle, verwechsle ich. Also es kommt manchmal drauf an, also manchmal weiß ich nicht genau, ob es genau so war oder ob ich was vertreten habe. Herr Dr. Fritte, so interessant das sein mag, worauf möchten Sie hinaus? Mich interessiert einfach die Arbeitsweise, weil von den, ich habe mir diverse Vlogs von Ihnen angeschaut und ich habe schon das Gefühl, auf der einen Seite sind wir eine spontane Frau, die drauf losredet, die einfach Freude an dem hat, was sie umgibt und direkt drauf losredet und sich manchmal auch widerspricht. Das kann natürlich passieren, die Erinnerung ist nicht immer ganz präzise. Ja. Das ist mal charmant, manchmal ist das ein bisschen spannender. Ab und zu habe ich das Gefühl, da kommt auch so eine leicht dunkle Seite bei Ihnen hervor. Sie erzählen manchmal... Einspruch, Euer Ehren, wir sind beim gleichen Thema, das eben angemahnt wurde und der Staatsanwalt versucht weiterhin, ja, das ihm passende Bild zu zeichnen. Was hat das mit dem Fall zu, ja, tun? Ja. Ich habe den Eindruck, Sie sind eine recht planende Frau mit allem, was Sie machen. Einspruch, Euer Ehren. Der Eindruck des Herrn Staatsanwalts ist heute häufiger Thema als die Tatsachen. Ja, ich denke, dass die Reaktion auch so einordnen. Die Frage ist, genau, worauf möchten Sie hinaus? Was hat das mit dem konkreten Fall des Mordes zu tun? Meine konkrete Frage ist, die New York-Reise, um die sich letztendlich ja sehr, sehr viel in dieser ganzen Geschichte dreht. Wann haben Sie denn angefangen, diese zu planen? Wie kam es dazu? Haben Sie die selber bezahlt? Wurden Sie da eingeladen? Nee, die war selber geplant. Die habe ich ungefähr... Also mit dem Gedanken, nach New York zu reisen, der schwebt mir schon lange. Also das heißt, das kann gut ein Jahr schon sein. Aber so ganz konkret, wo ich mit Flügen angefangen habe zu gucken, auch Monate vielleicht. Ja, aber... Konkret, wann ich die Flüge, also wann, was genau wollen Sie jetzt wissen? Also wann, ob das jetzt eine Reisebüro, ja, sondern vor Gericht. Ja. Es tut mir leid, ja. Sie hinaus? Das Problem, wir haben leider nicht die Zeit, uns jetzt diverse Vlogs anzuschauen. Ach, schade. Ja, das ist wirklich schade. Das kommt Ihnen natürlich sehr zugute, aber vielleicht ist auch das Land der Spekulation, der Mutmaßungen und der Nebelkerzen. Die Videos sind bis jetzt auf meiner Seite. Genau. Bleiben wir einfach dabei. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich glaube Ihnen einfach nicht, dass Sie in der Tatnacht nicht in Köln gewesen sind. Wir werfen Ihnen Mord vor. Wir können nach Hause gehen, der Staatsanwalt glaubt es nicht. Also, ich kaufe es Ihnen nicht ab. Ich kaufe es Ihnen nicht ab, weil wir klare Beweise haben, die dagegen sprechen. Wir haben einen Augenzeugen, der Sie gesehen hat. Wir haben Ihre Fingerabdrücke an der Tatwaffe. Wir haben eine Frau, die auf einem Überwachungsvideo doch eine sehr konkrete Ähnlichkeit mit Ihnen hat. Wir haben eine Frau, deren Videos keinen Rückschluss auf Sie lassen, wer Sie wirklich sind. Da wird mal geflunkert, da wird mal gelogen. Und hier da wird sich mal korrigiert. Die Liste scheint kurz, wir machen sie einfach. Vielen Dank, dass Sie den Fall nochmal zusammenfassen an der Stelle. Die Frage ist, welche Frage formulieren Sie an Frau Hanfelden? Ansonsten gebe ich das Fragerecht weiter an Herrn Schleicher, der sich ja kaum noch zurückhalten kann. Wie sind Sie auf die Wohnung von Herrn Binder gestoßen, als Sie ihn als das erste Mal als Airbnb-Wohnung anbieten wollten? Wie gehen Sie davor? Ganz normal. Ich gucke, wo ich in Köln sein will. Dann gehe ich auf Airbnb und suche einen Platz. Das ganz war also normal rein zufällig. Und suche, mhm, ein, wo, wann ich da sein will. Das war vom, und dann gucke ich, was wo frei ist. Haben Sie noch nie Airbnb gemacht? Habe ich tatsächlich noch nicht. Aber deswegen ist es nicht schlecht, etwas dazuzulernen. Haben Sie den Herrn Binder denn jemals persönlich gesehen? Nein. Weder vorher noch nachher? Nein. Sie kannten Herrn Binder weder vorher noch nachher. Sie haben ihn nur aufgrund seines Reiseprofils, aufgrund seiner Wohnung ausgesucht. Ja. Jetzt hat der Nachbar, wir kamen leider nicht mehr dazu, diese Fragen präzise zu beantworten, der hatte eine relativ konkrete Erinnerung an Sie. Wie sind Sie denn mit dem zusammengekommen? Er hat Sie als Nadja erkannt. Wie erklären Sie sich das? Haben Sie mit dem gesprochen? Sind Sie mit dem mal zusammengetroffen im Rahmen Ihrer Anmietung? Sie meinen den Nachbar? Ja, den Herrn. Er hat mich als Nadja bezeichnet, genau, weil das ist, was ich geschrieben habe. Und das hatte, ja, ich Ihnen vorhin schon erklärt, warum ich das mache. Ja, aber dass der Nachbar... Ich kann nur, also, verzeihen Sie mir die Moment, Frage. Einen Moment einfach. Ja. Also so, Sie machen irgendwelche Sachen, Sie sagen irgendwelche Sachen, Sie sagen, Sie glauben mir das nicht, Sie sagen, es gab Fingerabdrücke an der Tatwaffe, ein Zeuge hat mich gesehen und wir haben das alles durchgemacht. Also die Flugtickets sind da. Warum meine Handabdrücke an der Mordwaffe sind, sieht man anhand des Vlogs, dass ich da bin. Und ich verstehe das Einzige, was ich die ganze Zeit sagen muss, es gibt kein Motiv. Warum sollte ich das alles machen? Sie wissen natürlich, oder Sie können es wissen, Sie wissen es natürlich, Sie wissen es auch, ein Motiv kann ein Indiz sein. Ein Motiv kann dabei helfen, zu erklären, warum eine Motivation besteht, ein Verbrechen zu begehen. Ein Motiv ist ein Indiz, wie alles andere, was wir heute gesehen haben. Wir haben konkrete Beweismittel. Wenn die Beweismittel ausreichen, dann brauchen wir keine Motivwahl. Was ist Ihre Frage an Frau Hanfelden?
Ich habe eigentlich keine konkrete Frage an Frau Hennfeld, weil das zu weit führen würde an dieser Stelle. Gut, ein Motiv ist ein Indiz, ein spannender Satz, denn wir wollen darüber hinwegtäuschen und sehen, dass es weiterhin keinerlei Motiv gibt. Ich konkretisiere also die Frage von eben. Haben Sie ein Motiv gehabt? Kannten Sie das Opfer? Hatten Sie ein Motiv, es zu töten? Nein. Dankeschön. Eine weitere wichtige Frage, denn wir reden hier über Videos. Sie waren den ganzen Tag in Hamburg und das beweist das Beweisstück des Vlogs Hamburg. Das ist das Video von der Liste 11. Und zwar wurde dieses um 0.23 Uhr am 29.06. veröffentlicht. Und am Ende dieses Videos ist der Hund zu sehen, der erst an diesem Tag ins Leben der Mandantin und ihrer Freundin Nina Gerner, die ihr ebenfalls ausgesagt hat und das bestätigt hat, getreten ist. Ja. Haben Sie diesen Hund an diesem Tag das erste Mal getroffen und das erste Mal die Möglichkeit gehabt, Bilder mit diesem Hund zu machen? Ja. Ja. Und haben Sie am Abend dieses Tages um etwa 23.35 Uhr, ich sage etwa, obwohl wir es genau wissen, am Hamburger Hafen gesessen, zur vermeintlichen Tatzeit und ein Vlog aufgenommen? Ja. Warum sitzen wir hier? Das ist meine Frage. Es ist bewiesen, dass meine Mandantin woanders war. Hiermit sind alle Fragen für mich gestellt. Dankeschön, danke, Herr Staatsanwalt. Und das ist es eben nicht. So, haben Sie noch eine weitere Frage, Herr Dr. Fritsche? Ich möchte an dieser Stelle nur festhalten, dass die gesamte Beweisführung, die der Kollege Schleicher gerade angestellt hat, auf Aussagen der Zeugin beruft, des Opfers, der Angeklagten ist, tut mir leid, auf Aussagen ihrerseits, auf Tatsachen, die nicht stichhaltig sind und wir Gegenbeweise haben und aus Aussagen einer besten Freundin, die nach eigener Aussage sie es lebenlang kennt und sicherlich, ich will sie nicht diskreditieren, ich möchte es auch gar nicht in Zweifel stellen, aber die Behauptung aufzustellen, dass die Aussagen des Opfers und der besten Freundin ein höheres Gewicht hätten an dieser Stelle als Beweismittel, die nicht lügen können, das möchte ich an dieser Stelle doch sehr bezweifeln. Haben Sie noch eine weitere Frage, Frau Hanfelden? Nein, haben Sie noch eine Frage, weitere Frage, Frau Hanfelden? Ansonsten können wir Sie entlassen aus dem Zeugenstand. An dieser Stelle nicht. Gut, Frau Hanfelden, dann sind Sie entlassen. Wünschen die beiden Herren Anwälte denn noch weitere Zeugen zu sehen in diesem Fall? Herr Staatsanwalt? Ich würde mich doch sehr noch einmal für den Herrn Schultheiß interessieren, für den Nachbarn. Gut. Denn das scheint mir ein wenig mehr Erklärung vielleicht reinzubringen in diese vermeintliche Nadja-Anonymität. Das ist, da habe ich noch ein, zwei Fragezeichen. Dann bitte ich Sie, den Herrn Zeugen Uwe Schultheiß noch einmal in den Gerichtssaal zu rufen. Herr Schultheiß, bitte noch mal. Bitte hier entlang. Herr Schultheiß, nehmen Sie Platz. Sie sind sich weiterhin noch darüber im Klaren, dass Sie bei einer Falschaussage vor Gericht mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren rechnen müssen. Ja. Wunderbar. Herr Fritsche, bitte. Herr Schultheiß, Sie haben viel erzählt, wir haben viel von Ihnen gehört. Vielen Dank erstmal dazu. Ich habe dann noch eine Frage zu einem Detail, was Sie genannt haben, wo ich das den Eindruck hatte, Sie hatten auch noch ein wenig Mitteilbedarf. Und zwar die Beschuldigte, die sich Ihnen als Nadja vorgestellt hat. Nadja hat sie gesagt. Hat sie gesagt, das bedeutet, Sie hatten direkten Kontakt mit der Beschuldigten? Ja, ich habe sie reingelassen in die Wohnung. Sie haben Frau Hanfelden unter dem Namen Nadja in die Wohnung reingelassen? Ja. Das war, als sie zum ersten Mal die Wohnung angemietet hatte, Anfang Juni, am 3.6.? Ob es das erste Mal ist, das weiß ich nicht. Okay. Ich weiß nur, dass es mir damals schon, ich finde auch gut, dass Sie fragen, ich habe mich gewundert, dass das vorhin nicht gefragt worden ist, ehrlich gesagt, weil das mir schon koscher vorkam, dass Nadja da, die mich angelogen hat, dass sie so heißt. Ja, hat sie gut erklärt, aber finde ich nicht cool. Dass sie, dass da gar nicht nachgefragt worden ist. Also ja, also es war so. Nadja hat, ich glaube, das war, ich weiß nicht ganz genau, wann das war. Ich glaube, das müsste im, das ist ein paar Monate her. Ich weiß aber die Uhrzeit noch. Weil da habe ich nämlich die 5. Wiederholung von Cobra 11 angeguckt. Das weiß ich noch ganz genau, weil das ist eine meiner Lieblingsfolgen gewesen von der Staffel 2, Folge 17. Das war 14 Uhr ungefähr rum, mittags. Da hat es bei mir geklingelt an der Sprachanlage. Ich bin rangegangen und dann war Nadja an der Sprechanlage und meinte, sie müsste in die Wohnung gelassen werden von Herrn Binder, weil sie hätte mit ihm ausgemacht,
Airbnb-mäßig, ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, das haben wir verstanden. Herr Fritsche, selbst wenn die Angeklagte an der Stelle gelogen haben sollte, die Anklage lautet nicht Lüge, sondern Mord, Herr Fritsche. Worauf möchten Sie hinaus? Ich möchte ein wenig mehr Erklärung in das Verhältnis bringen. Sie haben eine große Energie, Sie sagen, sie hat gelogen. Woher wussten Sie, dass sie lügt? Also gab es noch weitere Vorfälle oder Sie haben sie nur reingelassen? Da stellt sich jemand mit Nadja vor. Woher wussten Sie, dass es nicht Nadja ist? Ich haben Sie weiteren nicht. Kontakt gehabt? Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Nein, das ist die gleiche. Sie kann die Frage ruhig beantworten, aber ich möchte wissen, worauf Sie hinaus wollen. Ich kann sie gerne beantworten, weil... Woher haben Sie gewusst, dass Nadja nicht ihr Name ist? Ich habe das erst danach erfahren, als ich hier eingeladen worden bin zu dieser Verhandlung als Zeuge, dass sie gar nicht Nadja heißt. Es kam also im Zuge der Anmietung zu keinem weiteren Kontakt, zu Zerwürfnissen. Ich habe sie mal gesehen, ich finde sie recht ansehnlich. Gut, Herr Schleich, haben Sie noch eine Frage an Herrn Schultheiß? Nein, danke. Wunderbar, Herr Schultheiß, dann sind Sie als Zeugen entlassen. Okay, ciao, ich komme mal hier. Ja, vielen Dank, weisen Sie den Zeugen aus. Haben die Herren Anwälte sonst noch Wünsche, Zeugen zu sehen? Ansonsten würden wir mit den Schlussplädoyers fortfahren. Nein. Gut, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, am Ende der Verhandlung noch einmal den Fall zusammenzufassen und Ihr Plädoyer abzugeben. Ich bitte die Geschworenen, noch mal sich alles in Erinnerung zu rufen, was in diesem gesamten Fall gesagt wurde, auch am Anfang, und alles noch mal mit neutralen Augen und Ohren zu bewerten. Den Anfang macht Herr Schleicher mit seinem Plädoyer, danach folgt Herr Fritsche. Und das letzte Wort hat natürlich die Angeklagte, bevor sich die Geschworenen zur Beratung und zur Urteilsverkündung zurückziehen. Herr Schleicher, bitte. Gut. Hohes Gericht, werter Staatsanwalt, sehr verehrter Chat. Vielen Dank, dass wir diesen Prozess hier heute führen durften. Denn er hat uns eine ganze Menge Aufschluss darüber gegeben, was an diesem sehr traurigen Tag passiert ist. Und zwar sind das zwei unterschiedliche Geschichten, die leider oder zum Glück für meine Mandantin sehr wenig miteinander zu tun haben. Denn an folgendem Tage ist passiert. Ein armer Mann ist getötet worden in einer Wohnung, die meine Mandantin schon einmal betreten hat. Das kann sie beweisen, gibt sie zu, leugnet sie zu keinem Zeitpunkt. Die ihr unterstellte Lüge oder, wie wurde es formuliert, naja, verdorbene Seite, ist hier überhaupt nicht festzustellen. Es gibt einen Zeuge an, der Herr Schultheiß, dass er sie in die Wohnung gelassen hat. Unter einem falschen Namen, was keineswegs unüblich ist in der Branche, was absolut als sinnvolle Maßnahme gesehen werden sollte angesichts der Bekanntheit meiner Mandantin. Dann gibt es hier zwei wesentliche Zeugen, die meine Mandantin noch belasten möchten. Das ist zum einen Caroline Mende, die ob ihrer Tätigkeit als Kommissarin eigentlich besser wissen sollte, dass man sich nicht in den Zeugenstand setzt und bereits während der Verhandlung ganz offen davon spricht, dass hier eine Täterin und die Schuldige sitzt, wenn man denn selbst 50% der zu machenden Arbeit nicht erbracht hat. Die Kommissarin Mende hat weder die Fingerabdrücke genommen der ersten Person, die den Tatort betreten hat. Sie hat sich nicht am Tatort, sie hatte keine Ahnung von der Decke. Sie wusste nicht einmal, dass die Decke hochgenommen wurde. Sie hat nicht mal nach Fingerabdrücken auf der Decke gesucht. Ein Gegenstand, der in direkter Berührung mit dem Opfer war. Wie kann so etwas sein? Und diese Person setzt sich hin und meint, dass sie auf einem verpixelten Video eine blonde Frau eindeutig als meine Mandantin identifizieren kann. Da dreht sich mir alles um. Aber zum Glück haben wir noch einen weiteren Zeugen, nämlich den sehr vertrauenswürdigen Raphael Kaminski, der meine Mandantin unter Druck und Androhung von üblen Tatsachen dazu überreden wollte, in das ihm arbeitgebende Netzwerk Studio 71 einzutreten. Als dies nicht passierte, wurde dann Druck ausgeübt. Es kam zu einem, wie sie freundlicherweise ausdrückt, nicht netten Gespräch, das in der Erzählung weit mehr als nicht nett klingt. Und dazu kommt, dass er auch noch getrunken hatte am Abend. Er hat also in Dunkelheit um 24 Uhr an einem Donnerstag, einem normalen Arbeitstag, will er erkannt haben, dass eine blonde Frau, die ihm auf der anderen Straßenseite, die er natürlich hellerweise erwähnt hat, im Gegensatz zu dem Pizzaboten, den er ja auch gesehen hätten müsste. Denn wenn wir auf den Straßenplan gucken, ist es nah an unmöglich, dass es einfach nicht stattgefunden hat, dass ihm irgendwie auffiel, dass da ein Pizzabote ist. Und selbst wenn dem nicht so wäre, es ist einfach an den Haaren herbeigezogen. Und nun kommen wir zu den allerwichtigsten Beweisen, nämlich dem Beweisstück Video des Vlogs aus Hamburg am Tag der Tat. Meine Mandantin kann zu jedem Zeitpunkt beweisen, wo sie ist, und zwar in einer anderen Stadt, von morgens bis abends. Wir haben das Flugticket vorliegen, wir haben den Flug vorliegen. Wir können beweisen, dass sie die ganze USA-Reise angetritt. In ihrem Vlog an dem Tag spricht sie über Details der USA-Reise. Sie gibt wieder, was sie erlebt hat. Sie sieht den Hund
zum ersten Mal. Sie macht Fotos mit dem Hund. Dieser Hund war vorher nicht mal zur Verfügung. Sie schafft es, durch die Bank weg zu beweisen, wo sie ist, wann sie dort ist. Und die Staatsanwaltschaft schafft es beim besten Willen nicht und wird auch gleich in Plädoyer wieder ignorieren, dass dieser eindeutige Beweis der Unschuld meiner Mandantin existiert. Und baut einfach nur Druck auf, der mit Medien Potenzial unterdrückt werden soll. Und das, meine Damen und Herren, ist noch lange kein Beweis. Im Gegenteil, es beweist die Unschuld meiner Mandantin. Vielen Dank, lieber Chat. Vielen Dank, Hohes Gericht. Damit beende ich mein Plädoyer. Vielen Dank, Herr Schleicher. Herr Dr. Fritsche, Ihr Plädoyer. Ja, vielen Dank, Herr Richter. Vielen Dank, Herr Schleicher. Vielen Dank, liebe Geschworenen. Ja, wir haben hier eine Beklagte sitzen, der nicht weniger vorgeworfen wird als Mord. Mord an einem Mann, der unter Gewalteinwirkung gestorben ist. Sonst wäre es kein Mord. Was haben wir? Wir denken uns so etwas nicht aus. Wir haben Beweise. Wir haben ein Messer mit Fingerabdrücken. Wir haben eine Zeugenaussage, die die Beklagte gesehen hat. Darüber hinaus haben wir eine Kamera, die die Beklagte in der Tatnacht gesehen hat. All das sind Fakten, die nicht von der Verteidigung eindeutig oder auch nur ansatzweise klar widerlegt werden konnten, sondern lediglich sanft in Zweifel gezogen worden sind. Auf der anderen Seite haben wir eindrücklich, anschaulich und intensiv die aus meiner Sicht vergeblichen Bemühungen der Verteidigung gesehen, die Zeugen, die hier geladen worden sind, zu diskreditieren und ihnen aus teilweise fantastischen Gründen, die hier nicht mal genannt worden sind. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Zeugen Kaminski. Da wurde dann eine vermeintliche, die hier ganz klar von beiden Positionen als eine berufliche Differenz in der Vergangenheit, das wurde quasi als Grundlage für eine diffuse Rache-Story genannt, die die Glaubwürdigkeit des Augenzeugens unterminieren soll, einfach nur um Zweifel zu säen. Nebelkerzen dieser Art haben wir sehr, sehr viele gesehen und gehört. Wir haben keinen anderen Verdächtigen. Wir haben immer noch die drei Beweise, die ganz eindeutig Rückschlüsse auf unsere Angeklagte lassen. Darüber hinaus versucht die Verteidigung sehr eindrucksvoll ausgerechnet den Staatsapparat, dem Fehlverhalten ihm das zu unterstellen in Form unserer Kommissarin, die möglicherweise nicht ganz so routiniert ist. Aber wenn das die Verteidigungsstrategie ist, ausgerechnet die Kommissarin und unsere Rechtsmedizin womöglich auch noch, deren Fähigkeiten, den gesamten Polizeiapparat damit in Zweifel zu ziehen, dann ist das natürlich ein möglicherweise legitimer Weg, hat aber keine Aussagekraft, weil auch hier keine Beweisführung erfolgt ist. Wir haben nichts derlei gehört. Das Einzige, was die Verteidigung als Alibi anbringt, ist das viel zitierte Video. Ein Video, was an verschiedensten Stellen manipuliert werden kann. Ein Video, das allein inhaltlich und von den stützenden Aussagen basiert auf den Aussagen des Opfers selbst und auf den Aussagen der besten Freundin. Ansonsten stehen gegen sie Zeugenaussagen, eine Mordwaffe, eine Überwachungskamera. Und ich denke, an dieser Stelle muss man nicht mehr viel sagen. Ich gehe natürlich im Zweifel mit der gültigen Aussage, im Zweifel für den Angeklagten. In diesem Fall gibt es aber keinen stichhaltigen Zweifel. Für mich ist allein durch die drei Beweise, die nicht entkräftet worden sind, ganz klar gegeben, dass die Frau Hanfelden bei aller Unschuld, die sie hier vorgibt, bei aller Unschuldigkeit, die in ihren Videos zum Tragen kommt, hier geht es um ein Kapitalverbrechen, hier sprechen die Beweise die korrekte Sprache und hier kann es nur ein Argument geben und nur einen Urteilsspruch und der bedeutet lebenslänglich für die Angeklagte. Vielen Dank, Herr Dr. Fritsche, für Ihr Plädoyer. Das letzte Wort in der Sache hat die Angeklagte selbst. Frau Hanfelden, bitte. Dankeschön, euer Ehren. Liebes Chat, ich mach's ganz kurz. Ich bin unschuldig. Ich musste jetzt 2 Stunden lang hören, was ich alles hätte machen können und dass ich diesen Menschen umgebracht habe. Und das kann ich, das habe ich nicht. Und ich vertraue auf den Chat, ich vertraue auf das System, dass man es sieht, dass da nicht genügend Beweismittel stehen, dass es auch kein richtiges Motiv gibt. Und dass ich ein handfestes Alibi habe. So. Für mich ist es eher so, dass ich denke, was ich hier rausgehört habe, ist, dass der Pizzabote ein eheres Motiv hat, Richard umzubringen. Oder der Nachbar, der wütend war, als ich... Das Ding ist, wir haben... Sie schaffen das schon.
FN, damit das Plädoyer meiner Mandantin. Aber ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich wegen sowas in den Knast muss. Ich hab ihn nicht umgebracht. Vielen Dank, Frau Hanfelden, für Ihr Plädoyer. Das Urteil obliegt nun den neutralen Geschworenen, die zu Hause den gesamten Fall mitverfolgt haben, die Beweise präsentiert bekommen haben und beide Seiten der Geschichte gehört haben und die sich nun zurückziehen können für ein gerechtes, ehrliches und vernünftiges Urteil. Wir werden den Prozess nun noch ein letztes Mal kurz pausieren, während die Geschworenen sich zurückziehen und jetzt die Möglichkeit haben, abzustimmen, und zwar, welches Urteil hier gefällt werden soll. Schuldig im Sinne der Anklage Mord oder nicht schuldig? Das tun Sie bitte mit Ausrufezeichen Schuld Ja für schuldig und Ausrufezeichen Schuld Nein für nicht schuldig. Wir werden uns noch mal kurz zurückziehen und hören dann das Urteil der Geschworenen. In einer Gesellschaft, in der Social Media einen immer größeren Platz einnimmt, ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass dort kein rechtsfreier Raum entsteht. Kommt es dennoch zu einem Verbrechen, muss die Staatsanwaltschaft ermitteln und der Chat ein Urteil fällen. Dies sind Ihre Geschichten. Die Gerichtsverhandlung über die Schuld von Franziska Hanfelden wurde abgeschlossen. Ich habe gehört, dass die Geschworenen zu einem Ergebnis gekommen sind. Herr Ufnowski, würden Sie bitte in den Raum der Geschworenen gehen und das Urteil holen? Sehr gerne, Euer Ehren. Dann werden wir sogleich das Urteil verlesen. Es geht um die Wahrheit. Vielen Dank. Das Urteil ist angekommen. Ich bitte die Anwesenden, sich für die Urteilsverkündung zu erheben. Die Geschworenen sind zu einem Urteil gekommen in der Sache Franziska Hanfelden, die hier angeklagt wurde wegen Mordes, hat der Chat ein Urteil gefunden. Mit einer Mehrheit von 73% waren sich die Geschworenen einig und es ergeht folgendes Urteil im Namen des Chats: Die Angeklagte ist nicht schuldig. Die Angeklagte ist somit freigesprochen und von allen Vorwürfen entlastet. Oh Gott. Ich möchte weiterhin darauf hinweisen, dass sämtliches Beweismaterial, das wir in diesem Fall gesehen haben oder auch nicht gesehen haben, mit sofortiger Wirkung veröffentlicht wird. Somit kann sich die Öffentlichkeit weiterhin ein eigenes Bild zeichnen, was sich hier tatsächlich abgespielt hat. Es werden sämtliche Beweise veröffentlicht. Die können Sie einsehen über die beliebten Netzwerke Twitter und Facebook oder im Rocket Beans Forum. Damit haben wir heute im Namen des Chats ein Urteil gefunden und die Frau Angeklagte Hanfelden geht als freie Frau hervor. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war im Namen des Chats.